Morgendämmerung in Stonehenge, dem geheimnisvollen riesigen Steinkreis aus prähistorischer Zeit auf der Salisbury-Ebene in England. Es ist der längste Tag des Jahres, die Sommersonnenwende. Und Tausende haben sich versammelt, wie schon seit mehr als 4000 Jahren, um hier den Sonnenaufgang zu erleben. Aber Stonehenge ist nicht viel mehr als eine Ruine. Weniger als die Hälfte des einzigartigen Bauwerks steht heute noch. Wie sah es aus, als es neu war? Und wenn wir es noch einmal als Ganzes sehen könnten, würden wir dann seine ursprüngliche Funktion besser verstehen? In der Hoffnung, dieses uralte Rätsel lösen zu können, hat sich ein Expertenteam die gewaltige Aufgabe vorgenommen, Stonehenge so nachzubauen, wie es vor 4000 Jahren ausgesehen haben muss. Ein aufwendiges Projekt, angefangen von der Arbeit am Zeichenbrett bis zur Aufstellung der Megalithe. Es wird untersucht werden, ob die Steine am Lauf der Sonne und des Mondes ausgerichtet waren und ob es gelingt, die vielleicht wichtigste rituelle Zeremonie der Steinzeitmenschen noch einmal aufleben zu lassen. Das Ziel, herauszufinden, welchem Zweck die Anlage von Stonehenge ursprünglich diente. Stonehenge ist eine spektakuläre, aber merkwürdige architektonische Anlage, eines der Wunder der prähistorischen Welt. Die größten Steine wiegen über 40 Tonnen, was dem Gewicht eines großen, vollbeladenen Sattelzugs entspricht, und sie ragen 7 Meter in die Höhe. War dies ein Ort kultischer Verehrung? Wurden hier Menschen geopfert? Oder war es ein gigantischer astronomischer Kalender? Die Ruine, die wir heute sehen, kann diese Rätsel nicht lösen. Angesichts des verfallenen Zustands der Anlage ist es unmöglich, ihren ursprünglichen Zweck zu ergründen. Das Experiment jedoch könnte den Schlüssel zu all den Geheimnissen liefern. Der Archäologe Mike Pitts hat sich ausführlich mit diesen Fragen beschäftigt. Fast 3 Jahrzehnte Forschung und zahlreiche Ausgrabungen haben ihn zu einem weltweit anerkannten Stonehenge-Experten gemacht. Jetzt will er dem Geheimnis der Steine mit einem völlig neuen Ansatz auf die Spur kommen. Das Bemerkenswerte an uns Archäologen und Stonehenge ist, dass wir Stunden und Tage, sogar Jahre damit zubringen, über die kleinsten Details zu debattieren und uns nur selten über die ursprüngliche Form der Anlage und die genaue Technik, mit der sie errichtet wurde, Gedanken machen. Pitts wird ein riesiges Projekt beaufsichtigen, das Stonehenge genauso nachbauen will, wie es vor 4000 Jahren aussah. Ein absolutes Novum in der modernen Archäologie. Mit dem Nachbau hofft er, in die Köpfe der prähistorischen Erbauer blicken und herausfinden zu können, wie und warum Stonehenge errichtet wurde. Er möchte, dass auch andere Archäologen das fertiggestellte Monument einer genauen Prüfung unterziehen. Sie werden den Nachbau als riesiges Labor für einzigartige Experimente nutzen. Die wichtigsten davon können nur am Tag der Sommersonnenwende stattfinden. In gewisser Weise werden wir etwas sehen und erfahren, was seit 4000 Jahren niemand mehr erlebt hat. Die Nachbildung eines so komplexen Monuments wie Stonehenge erfordert einen Baumeister, der dieser Herausforderung gewachsen ist. Dies ist der Sitz von Crawley Creatures, einer preisgekrönten Werkstatt für Spezialeffekte. Die Designer sind auf Absonderliche spezialisiert. Von Werwölfen bis hin zu riesigen Meeresmonstern. Doch mit einem Bauwerk dieser Größenordnung hatten auch sie noch nichts zu tun. Wir haben schon viele verrückte Dinge gemacht und jetzt sollen wir Stonehenge nachbauen. Und zwar 1:1, kein Modell, sondern eine Kopie in Originalgröße. Das wird riesig. It's gonna be huge.
Der Nachbau von Stonehenge ist nicht die einzige Herausforderung. Es muss auch ein Ort gefunden werden, der dafür als Werkstatt genutzt werden kann. Das gigantische Bauwerk hat einen Durchmesser von 30 Metern und ist mehr als 7 Meter hoch. Überall im Land wird nach einem überdachten Raum gesucht, der groß genug ist für dieses Megaprojekt. Fündig werden die Designer auf einer britischen Militärbasis in Bicester in der englischen Grafschaft Oxfordshire. Dieses Lagerhaus der Armee ist eines der größten in Großbritannien und hat Platz für 40 Panzer. It's huge. Es ist jetzt Mitte März. Die Fertigstellung des Monuments ist für den 21. Juni geplant, den Tag der Sommersonnenwende, damit Archäologen wissenschaftliche Experimente durchführen können. Stein als Baumaterial kommt nicht in Frage. Es wird ein Material benötigt, das leicht zu bearbeiten ist, um in der kurzen Zeit von 3 Monaten eine exakte Kopie anzufertigen. Die langjährige Erfahrung im Filmgeschäft liefert die Lösung. Styropor. Es ist leicht und sehr gut zu handhaben. Wenn erst einmal eine Basis herausgearbeitet ist, kann es geschnitten und in kurzer Zeit eine Menge Detailarbeit geleistet werden. Sogar eine Oberflächenstruktur lässt sich herstellen. Aber selbst mit Styropor ist es ein immenses Unterfangen. Bevor mit dem eigentlichen Bau begonnen werden kann, muss Mike Pitts eine genaue Vorlage erstellen, nach der sich die Arbeiten richten. Leichter gesagt als getan. Mehr als die Hälfte der ursprünglichen Steine fehlt heute in Stonehenge. Andere liegen zertrümmert am Boden. Auf der Suche nach Hinweisen begibt sich Pitts auf eine Zeitreise zu den Ursprüngen des Bauwerks. Die Vorfahren der Menschen, die Stonehenge bauten, kamen vor etwa 10.000 Jahren in die Gegend. Sie fanden hier alles, was sie brauchten. Das Gebiet liegt zwischen 2 Flüssen, wo es reichlich Fische und Biber sowie andere Wildtiere in den Wäldern gab. Ganz allmählich gingen diese ursprünglichen Jäger und Sammler zu Ackerbau und Viehzucht über. Das grüne Land bot ihren Tieren gute Weideflächen und sie bauten auch Getreide an. Der Übergang zu Ackerbau und Viehzucht markiert den Beginn des Neolithikums, der Jungsteinzeit. Die bis dahin als Nomaden lebenden Menschen fingen an zu bauen. Da Metall noch unbekannt war, fertigten sie Werkzeuge aus Feuerstein, den sie in der näheren Umgebung fanden. Im Gebiet der Salisbury-Ebene tauchten plötzlich große Erdwälle und Gräben auf. Auf einigen davon gab es Holzbauten. Das einzige steinerne Bauwerk, gleichzeitig auch das komplexeste und imposanteste, war jedoch Stonehenge, das vor über 4000 Jahren entstand. Im Lauf der Jahrtausende verfiel dieses Bauwerk jedoch immer mehr. Viele der Steine stürzten zu Boden oder wurden entfernt. Im 19. und 20. Jahrhundert begannen Archäologen mit Ausgrabungsarbeiten an der Stätte und richteten sogar einige der umgefallenen Gesteinsblöcke wieder auf. Schon bald machten sie eine verblüffende Entdeckung. Es gab nicht nur ein, sondern mehrere Stonehenges an diesem Ort, die im Lauf von 1500 Jahren gebaut worden waren. Aus dem Wissen der archäologischen Studien mehrerer hundert Jahre versucht Pitts, alle verfügbaren Daten zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Er muss herausfinden, wo die Steine vor 4000 Jahren tatsächlich standen. Viele sind nicht mehr da. Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Er will versuchen, die genaue Position der fehlenden Steine mit Hilfe von Luftaufnahmen zu bestimmen. Auf ihnen sind die Vertiefungen und Narben zu erkennen, die den Steinen als Stützen gedient haben könnten.
Aus der Luft lässt sich die Struktur von Stonehenge viel leichter erkennen. Der nordöstliche Bereich ist relativ gut erhalten, im westlichen und südlichen dagegen klaffen große Lücken und es ist kein einziger Deckstein mehr an seinem Platz. Nach und nach setzt er ein fast vollständiges Bild von Stonehenge zusammen. Der älteste Teil der Anlage entstand ca. 3000 vor Christus, 300 Jahre bevor die Ägypter die Pyramiden erbauten. Er bestand aus einem kreisförmigen Erdwall und einem Graben. Die frühen Baumeister gruben 56 Löcher, die vielleicht Holzpfeilern als Verankerung gedient haben könnten. Während der folgenden Jahrhunderte kamen weitere Pfeiler hinzu. 500 Jahre später wurden die Holzpfeiler durch Steine ersetzt. Etwa um 2400 vor Christus wurden sämtliche Steine entfernt und durch wesentlich größere Blöcke ersetzt, auf die flache Decksteine gesetzt wurden. Im Inneren der Kreisanlage wurden die originalen kleineren Steine wieder aufgerichtet. Drei große Steine markieren den Nordosteingang. Stonehenge ist ein Meisterwerk, was Architektur und Bautechnik betrifft. Die einzige Möglichkeit, sich dies noch einmal vor Augen zu führen, besteht in der Rekonstruktion der ursprünglichen Anlage. Das hat bisher noch niemand versucht. Ich denke, dass wir es mehr oder weniger korrekt hinbekommen haben. Ich sage bewusst mehr oder weniger, weil ich weiß, dass es ein, zwei Steine gibt, über die die Stonehenge-Experten bestimmt streiten werden. Stonehenge entstand in einem Zeitraum von über 1000 Jahren. Dem Team stehen nur 3 Monate zur Verfügung, soll der Bau bis zur Sommersonnenwende an Ort und Stelle stehen. Okay. 171 Steine müssen angefertigt werden. Dafür werden 8500 riesige Styroporplatten, 180 Kartonröhren, fast 1400 Liter Farbe und 60 Liter Leim benötigt. Die ersten fertiggestellten Bauteile sind die gewölbten Horizontal- oder Decksteine, die auf die riesigen aufrechten Steinblöcke gelegt werden. Sie müssen exakt ineinander passen, sollen sie einen Kreis von 30 Meter Durchmesser bilden. Präzisionsarbeit an den Styroporblöcken ist gefordert. Das Team verwendet erhitzten Draht, um jeden Deckstein zu formen. Vor über 4000 Jahren hatten es die Baumeister von Stonehenge nicht so leicht. Bei der Bearbeitung der Steine mussten sie dieselbe Maßarbeit leisten. Dazu meißelten sie ineinander greifende Halterungen in die senkrecht stehenden Steine und auch in die Decksteine, um den Kreis zusammenzuhalten. Jeder Stein wurde individuell bearbeitet. Die modernen Baumeister benutzen dieselbe Methode und formen Verzahnungen in den Decksteinen aus. Es ist eine Technik, die das große Können der frühen Konstrukteure ein weiteres Mal unter Beweis stellt. Dies ist nur der erste von 30 aufrechten Steinen, die die Decksteine stützen werden. This is the wrong end, I think we put this on. By the looks of it, this one was on last. Hang on. Oh, this is going to be fun when we get there. Oh, just. Erst jetzt wird das Ausmaß dieses Mammutprojekts deutlich. Jeder Turm mit Vertikal- und Querstein misst knapp 5 Meter und es müssen noch 29 weitere angefertigt werden. Lordy, lordy. Die enorme Größe der Steine verkörpert eines der am längsten gehüteten Geheimnisse von Stonehenge. In der näheren Umgebung der Anlage gibt es keine Steine solchen Ausmaßes. Woher sie stammen und wie sie hierher kamen, hat Archäologen jahrhundertelang rätseln lassen. Jetzt glauben die Forscher, eine Antwort gefunden zu haben.
Auf den ersten Blick sehen alle Steine von Stonehenge gleich aus. Tatsächlich jedoch wurden zwei gänzlich unterschiedliche Gesteinsarten verwendet, aber niemand weiß genau warum. Die größten bestehen aus Sarsenstein, einem extrem harten Sandstein. Die ältesten Steine sind die kleineren, freistehenden Steine. Sie sind zwischen gut einem und knapp 2,50 Meter hoch und werden als Blausteine bezeichnet. Geologische Untersuchungen zeigen, dass Blaustein aus geflecktem Dolerit besteht, einem vulkanischen Gestein, das so selten ist, dass es nur an einem Ort in Großbritannien zu finden ist. 385 Kilometer westlich von Stonehenge in den Preseli Mountains in Südwales. Aber was macht diese Steine so besonders? Und wie wurden sie über eine solch große Entfernung transportiert? Mike Pitts, der Archäologe, der den Aufbau der Stonehenge-Kopie koordiniert, sieht sich vor Ort um und trifft auf ein Archäologenteam, das in dem Gebiet Ausgrabungen durchführt. Nice and fresh, isn't it? It is pretty fresh. I see dirt. You're digging. Die Archäologen Geoff Wainwright und Tim Darvill vermessen das Gebiet seit 3 Jahren und haben inzwischen etwa 12.000 Arbeitsstunden mit der Erfassung seiner Merkmale verbracht. Sie sind überzeugt, jene Hügelkuppe lokalisiert zu haben, von der die Blausteine abgetragen wurden. Wenn sie Spuren steinzeitlicher Aktivitäten finden, können sie beweisen, dass dies der Ort ist, von dem die Steine stammen. Der Beweis, nach dem sie suchen, liegt unter der Erde. Zunächst führen sie jedoch eine geologische Vermessung des Geländes durch, eine bewährte Technik in der modernen Archäologie. Durch Messung des elektrischen Widerstands in der Erde können sie eine unterirdische Karte der darunterliegenden Bodenschichten anfertigen. Yes. What we're looking for is evidence for an early date. Wir suchen nach einem Beleg für die frühe Gewinnung dieser Blausteine. Und genau vor mir könnten wir das Gesuchte gefunden haben. We might have found it. Die Messungen weisen auf eine Struktur unter der Erde hin. Das ist wirklich aufregend. Ich stehe auf einem Einfriedungswall. Das könnte der ersehnte Durchbruch sein. Bestätigen lässt sich dies aber nur durch eine Grabung. Während die obere Bodenschicht abgetragen wird, kommen die Überreste einer Steinmauer und das Fundament eines Gebäudes zum Vorschein. Es ist ein aufregender Fund. Könnten die Blausteine von so besonderer Bedeutung für die damaligen Steinhauer gewesen sein, dass sie eine schützende Mauer um das Gelände zogen? Die Entdeckungen weisen alle auf prähistorische Aktivitäten hin. Liegt hier der Steinbruch, aus dem die Blausteine für Stonehenge kamen? Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir auf einer prähistorischen Umfriedung arbeiten und der Beweis hierfür bald erbracht werden kann. Die endgültige Bestätigung wird von der Radiokarbonmessung zur Altersbestimmung der gesammelten Bodenproben abhängen. Für die Archäologen bestehen jedoch kaum Zweifel. Unweit des Steinbruchs entdeckt Mike Pitts eine kleine Anordnung aus Blausteinbrocken. Handelt es sich hierbei vielleicht um einen frühen Prototyp für Stonehenge? Es ist verblüffend. Das ähnelt so sehr der runden Form von Stonehenge. Worin besteht die Verbindung zwischen Wales und der Salisbury-Ebene? Wer in Stonehenge ungefähr in die Richtung blickt, aus der diese Steine gekommen sind, sieht in die Richtung, in der die Sonne untergeht. In vielen Kulturen herrschte die Ansicht, dass die Sonne, die am Horizont verschwindet, in die Unterwelt abtaucht, in die Welt der Vorfahren und des Todes, indem Steine verwendet wurden, die fast menschliche Gestalt und Größe hatten, wurden gewissermaßen die Ahnengestalten von diesem magischen Ort geholt.
Die Blausteine waren demnach mehr als nur bloße Felsbrocken. Für die Menschen von Stonehenge könnten sie die Seelen ihrer Ahnen verkörpert haben. Sie wurden über die riesige Entfernung von Wales in die Salisbury-Ebene transportiert und im inneren Kreis von Stonehenge platziert. Ein weiterer Beweis dafür, dass Stonehenge ein durchdachtes architektonisches Gebilde war, das einem erhabenen und komplexen Zweck diente. Die Steinzeitmenschen bewegten 89 dieser bis zu 4 Tonnen schweren Steine von den Pluseli Mountains in die 385 Kilometer weit entfernte Salisbury-Ebene. Nur wie haben sie das bewerkstelligt? Selbst wenn es ihnen gelungen sein sollte, die Brocken durch die walisischen Wälder zu transportieren, hätten sie immer noch den Bristol-Kanal, Großbritanniens größte Gezeitenmündung, überwinden müssen. 1937 wurden in North Ferriby im englischen Yorkshire im Schlamm des Flusses Humber die Reste eines 15 Meter langen Boots entdeckt, hergestellt aus Eichenstämmen, Eibenholz und Moos. Während der folgenden 30 Jahre wurden 2 weitere geborgen. Ihr Alter wurde mit Radiokarbonmessungen auf ca. 1300 vor Christus bestimmt, lange nach Stonehenge also. Fortschritte in der Datierungstechnik bewiesen jedoch 2001, dass das älteste Boot 700 Jahre älter war, das heißt aus einer Zeit stammt, die nahe an der Errichtung von Stonehenge liegt. Könnte ein Boot wie dieses für den Transport der 4 Tonnen schweren Blausteine über die ungestümen Küstengewässer Großbritanniens benutzt worden sein? Ein Team von Schiffsingenieuren beschloss, eine Nachbildung zu bauen und damit einen Test durchzuführen. Sie spalteten eine Eiche mit bronzezeitlichen Werkzeugen und bearbeiteten sie zu Planken. Dann banden sie sie zusammen und schufen dieses prächtige, knapp 8 Meter lange Boot. All right, Andy. Yeah, it's all good this end. They're all clear here. We're going right wide up here. Es ist zwar nur halb so groß wie das Original, aber exakt rekonstruiert bis ins kleinste Detail. One, two, three, up. Die Arbeiten nahmen ein Jahr in Anspruch und belegten, dass die ursprünglichen Bootsbauer keineswegs primitiv, sondern versierte und geschickte Techniker waren. Der Fund eines vielleicht prähistorischen Ruderblatts legt die Vermutung nahe, dass das Boot gerudert wurde und bei einer Länge von rund 15 Metern 18 Ruderern Platz bot. Auf dem halb so großen Nachbau können 2 Ruderer mit jeweils 2 Riemen die beachtliche Geschwindigkeit von 4,5 Knoten erreichen, etwa so schnell wie ein kleines Motorboot. Während der Rekonstruktion stieß das Team bei einem der ausgegrabenen Boote auf Halteklammern im Schiffsboden. Ein Hinweis darauf, dass Rudern nicht die einzige Art der Fortbewegung war. Es gibt 2 eindeutige Stellen in dem Boot, an denen ein Mast angebracht werden konnte, was darauf schließen lässt, dass es sich um ein Segelboot handelte. Segel machen das Boot erheblich schneller und lassen die Besatzung nicht ermüden, was die Reichweite erheblich vergrößert. Ohne Ruderer wäre mehr Platz für Ladung. Aber konnte das Boot tatsächlich schweres Gestein transportieren? Die Belastbarkeit für die Blausteine hätten sie gehabt. Ein Blaustein wiegt maximal 4 Tonnen und unser Boot hier besitzt eine Ladekapazität von mehr als 4 Tonnen. Mit Booten wie diesen könnten die Stonehenge-Erbauer die Blausteine auf dem Wasser von den Pluseli Mountains zur Salisbury-Ebene transportiert haben. Eine mögliche Route könnte sie entlang der walisischen Küste und über den Bristol-Kanal geführt haben, dann den Fluss Avon hinauf bis 3 Kilometer vor Stonehenge. In der Werkstatt in Oxfordshire sind inzwischen die meisten der Styroporsteine vorbereitet. Das Team steht nun vor der neuen Herausforderung, die rohen weißen Blöcke in etwas zu verwandeln, das wie Stein aussieht und sich auch so anfühlt. Die echten Steine besitzen eine charakteristische Form, Oberflächenbeschaffenheit und Farbe, die Claire Kinross, die künstlerische Leiterin des Projekts, detailgetreu nachbilden muss. Ich habe 57 und 58.
Sie fährt nach Stonehenge, um einen genaueren Blick auf die Megalithe zu werfen. Einige wirken unbehauen und so, wie sie aus dem Boden abgetragen wurden. Andere scheinen durch Nachbearbeitung in ihre jetzige Form gebracht worden zu sein. Archäologen vermuten, dass jedes Paar der größeren Steine eine männliche und eine weibliche Form darstellt. Kinross hält minutiös die Form jedes Steins fest, damit das Team exakte Styroporkopien anfertigen kann. Auch die Farbe ist wichtig. Das dunkle Grau von heute ist nicht mehr die Farbe, die die Steine hatten, als sie neu waren. Moose, Flechten und das Wetter haben im Lauf von 4000 Jahren ihre Spuren hinterlassen. In der Werkstatt beginnt das Team derweil mit der Gestaltung der Styropor-Megalithe. Sie greifen auf einen alten Trick zurück, den sie während ihrer jahrelangen Arbeit für Filmprojekte gelernt haben. Sie übertragen die Umrisse eines jeden Steins auf Acetatfilm und projizieren die Bilder auf die Seiten der Styroporblöcke. Dann zeichnen sie die Konturen nach und beginnen mit der Ausformung. Die Arbeit ist zeitaufwendig. Jeder Stein muss von Hand bearbeitet werden und alle sind unterschiedlich. 171 Steine müssen in weniger als 6 Wochen fertig sein. Die große Anzahl ist das Problem. Die ersten waren etwas knifflig, bis wir das richtige Gespür bekommen haben. Zu zweit schaffen wir 2 oder 3 pro Tag. Am schwierigsten ist der Nachbau der massiven Sarsensteine, die den äußeren Kreis von Stonehenge und die innere Hufeisenform bilden. Die Originalsteine stammen wahrscheinlich aus den Marlborough Downs in Wiltshire, 32 Kilometer von Stonehenge entfernt. Noch heute ragen sie aus dem Unterholz. Die Landschaft hat sich in 4000 Jahren kaum verändert. Die Wälder mit ihren befremdlichen riesigen Steinen sehen heute fast genauso aus wie zu prähistorischer Zeit. Es ist ein ganz besonderer Ort für mich, weil er mich in die Steinzeit zurückversetzt. In die Welt der Menschen, die in diese Hügellandschaft kamen und nach Sarsensteinen suchten, die sich als Megalithe eigneten. Mike Pitts ist überzeugt, dass die Menschen, die Stonehenge erbauten, diesen Steinen magische Eigenschaften zuschrieben. Diese dicht bewaldeten Gebiete mit ihren Steinen, fernab jeder Siedlung, waren vielleicht Orte, von denen Furcht ausging. Mit Sicherheit aber steckten sie voller Geschichten über Ahnen, Götter und Geister. Und den Steinen haftete daher etwas Geheimnisvolles und Mächtiges an. Manche von ihnen wurden so, wie sie waren, als fertige Megalithe aus dem Wald geholt und an anderen Kultstätten verwendet. Pitts glaubt auch, dass die Wahl der Steine nicht allein auf den zugeschriebenen magischen Kräften beruhte. Ihre Anordnung in Stonehenge folgt einem gewissen künstlerischen Entwurf. Einer Gesamtvision. Mindestens eine Person muss gewusst haben, wie Sarsenstein zu bearbeiten ist, die einen Felsbrocken nur anzusehen brauchte, um in ihm einen Stonehenge-Megalithen zu erkennen, so wie ein Bildhauer heute einen Gesteinsblock betrachtet. Sarsenstein ist hart, viel härter als Granit. Und obwohl die Felsen als natürliche geologische Phänomene vorkommen, mussten sie von den archaischen Steinmetzen erst noch modelliert werden. Ohne hochentwickelte Metallwerkzeuge konnte der Stein behauen werden, indem er mit einem anderen Stein bearbeitet wurde.
Es gibt noch eine andere Art Sasenstein, die härter als diese hier ist und in runder, ballähnlicher Form vorkommt. Bei Ausgrabungen in Stonehenge wurden mehrere solcher Steine gefunden, die ungefähr die Größe eines Fußballs besitzen und wirklich hart sind. Wird damit auf frisch geborgenen Sasenstein geschlagen, dann wird er wesentlich leichter brechen. Soweit die Theorie. Einen Praxistest hat jedoch noch niemand unternommen. John Lloyds Familie arbeitet seit 7 Generationen mit hiesigem Gestein. Als erfahrener Steinmetz hat er Zweifel, dass primitive Menschen je Sasenstein behauen haben könnten. Er ist schrecklich, wirklich unglaublich hart. Einfach nur ein großer Brocken aus irgendwas, der aus dem Nichts aufgetaucht und praktisch unzerstörbar ist. Um herauszufinden, wer nun recht hat, erfordert es ein praktisches archäologisches Experiment. Zuerst wird ein Bauer mit Feldern voll von Sarsensteinen ausfindig gemacht. Er ist einverstanden, einen davon aus dem Boden auszuheben. Mit einem frischen Sarsenstein zur Hand ist nun der entscheidende Moment gekommen. Zunächst kommen Carbonstahlwerkzeuge zum Einsatz. It's just bouncing back, isn't it? It's just bouncing. If I do it with a punch. Die modernen Werkzeuge schlagen kaum eine Kerbe. Pitts dreht daher die Zeit 4000 Jahre zurück. Er hat eine Sammlung harter, runder Sasensteinbrocken mitgebracht, wie jene, die in der Umgebung der Megalithe gefunden wurden. Es gibt hunderte davon in Stonehenge, dem einzigen Ort in Großbritannien, an dem sie zu finden sind. Es besteht also eine eindeutige Verbindung zwischen den behauenen Megalithen und diesen großen Steinbällen. Er glaubt, sie könnten an einen A-förmigen Rahmen gebunden worden sein. What I'm trying to do is hit it near to this edge here and see if I can knock off that corner. Es ist das erste Mal, dass ein derartiges Experiment unternommen wird. Das archaische Werkzeug funktioniert bestens. It's not bad for a start, is it? Well, I'm rather impressed, I must admit. And given the guys who built Stonehenge really knew what they're doing, that's not bad. Diese Technik mag zwar langsam sein, insbesondere an einem 7 Meter Sarsenstein. Aber anders als heute hatten die Menschen in der Steinzeit vor allem eines: Zeit. Nach Monaten mühevoller Kleinarbeit hat für die Stonehenge-Rekonstrukteure jetzt die Schlussphase begonnen. Die Styroporblöcke sind entsprechend den Originalsteinen zurechtgeschnitten. Jetzt fehlt ihnen nur noch die Farbe. Das Problem dabei ist, die ursprüngliche Farbe der Steine zu bestimmen. Witterungseinflüsse und Oberflächenwuchs aus mehreren tausend Jahren haben das Aussehen der Steine verändert. Mike Pitts hat einen Brocken frisch geborgenen Sarsenstein mitgebracht. Dessen Oberfläche liefert ein gänzlich anderes Bild. Das hier ist die frisch gebrochene Oberfläche. Und hier ist ein Stück des Originalfelsens. Sie sehen genau, wie es außen als schimmerndes Grausilber beginnt und dann weiter innen eine rosa Färbung annimmt. Dutzende Farbtafeln werden durchgesehen, um die Farbe neu anzupassen. Das Team vermischt 850 Liter dieser Farbe mit Strukturpartikeln, um den Kunststeinen eine wasserdichte Schicht und das Aussehen echter Felsen zu geben. Um das Aussehen des echten Stonehenge zu simulieren, müssen viele verschiedene Farbtöne aufgetragen werden. Es gibt keine Fotos, die heranzuziehen wären. Das hier ist alles. Das ist meine Vorlage für die Farbanmischung. Die echten Steine enthalten Kristalle, die das Licht reflektieren. Ein Effekt, der durch Beimengung von Metallpartikeln im letzten Anstrich nachgestellt wird.
2,5 Monate haben die Arbeiten gedauert, aber jetzt nähern sich die Steine ihrer Vollendung. Die Schwierigkeiten, mit denen das Team zu kämpfen hatte, waren gering im Vergleich zu den Problemen ihrer steinzeitlichen Vorfahren. Wir waren erstaunt, wie lange wir trotz einfacher Materialien und günstiger Arbeitsumgebung gebraucht haben. Und die Menschen früher hatten nur Steinäxte und Steinmeißel, um die Steinblöcke zu behauen. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen sie wogen, aber es müssen etliche gewesen sein. Nachdem nun die Einzelteile für Stonehenge fertiggestellt sind, müssen sie noch zu ihrem 145 Kilometer entfernten Aufstellungsort transportiert werden. Per LKW wären 14 Fuhren erforderlich und jede davon würde einen Tag in Anspruch nehmen. So viel Zeit steht jedoch nicht zur Verfügung. Es ist ein logistischer Kraftakt. Wir haben fast 180 Steine zu transportieren. Rund 40 davon sind zwischen 4,80 Meter und 5,50 Meter hoch. Sie sind einfach riesig. Und genauso riesig waren sie auch vor 4000 Jahren, als die Baumeister der Steinzeit vor einem ähnlichen Dilemma standen. Sie mussten die Sarsensteine 32 Kilometer weit transportieren. Die größten wogen über 40 Tonnen. Dazu kam das unwegsame Gelände, eine Mischung aus Feuchtland, steilen Tälern und Waldgebiet. Wie gelang es ihnen, diese widrigen Bedingungen zu meistern? Auf der indonesischen Insel West-Sumba wird bis heute eine alte Technik für den Transport von Steinen angewendet. Die Menschen dort bauen Steingräber und richten dafür riesige Steinblöcke auf. Dies erfordert eine große gemeinschaftliche Anstrengung. Der Stein wird auf einen Schlitten gelegt und dann mit Seilen über hölzerne Walzen gezogen. Bis zu 600 Menschen sind nötig, um einen dieser Steine an einem Tag 100 Meter weit zu transportieren. In Stonehenge konnte vermutlich nicht auf diese Methode zurückgegriffen werden. Schätzungen gehen von insgesamt nur 300.000 Menschen aus, die zu jener Zeit verstreut über die britischen Inseln lebten. Es dürfte schwierig gewesen sein, die nötige Anzahl Menschen für eine solche Unternehmung zusammenzubekommen. Inzwischen scheint sich eine andere Theorie durchzusetzen. In der englischen Grafschaft Derbyshire werden Vorbereitungen für ein bahnbrechendes Experiment getroffen. Kein Archäologe, auch kein Ingenieur. Es ist ein Zimmermann, der zu wissen glaubt, wie die Menschen damals die Steine fortbewegten. Und er will seine Theorie in einem Versuch beweisen. So viele Leute haben mir gesagt, ich rede Unsinn. Wenn wir das heute gut hinkriegen, werden die Archäologen einiges haben, über das sie nachdenken können. Die Methode basiert auf der Hebelkraft. Je nach Länge des Hebels kann ein Mensch damit das Vielfache seines eigenen Körpergewichts anheben. Zunächst wird ein Stein auf einen riesigen Schlitten gelegt. Mit Hilfe von Baumstämmen als Hebel kann eine kleine Gruppe den Stein anheben, dann die Hebel schwenken, einen Schritt nach hinten treten und das Ganze nach vorne drücken, wie beim Rudern. Aber wird es funktionieren? Eine Gruppe Freiwilliger hat sich versammelt, um sich als Steinruderer zu versuchen. Ein echter Megalith steht nicht zur Verfügung und so nehmen sie stattdessen einen massiven Betonblock, dessen 12 Tonnen ungefähr dem Gewicht eines Decksteins von Stonehenge entsprechen. Als ich das Ding heute Morgen sah, dachte ich, wie sollen wir das nur bewegen? Ich hoffe, dass Gordons Berechnungen auch wirklich stimmen. Selbst mit der Technik des 21. Jahrhunderts braucht es mehr Zeit, den massiven Block von dem LKW zu laden und in Position zu bringen, als ursprünglich geplant. Fast eine Stunde hinter der Zeit. Die Technik scheint simpel, ihre Umsetzung aber unerwartet schwierig. Das Problem ist, dass die Hebel unter den Stein rutschen und sich im Boden verhaken. Eine technische Änderung ist vonnöten. Peitz schlägt Kerben in die Enden der Stämme und hofft, dass sie so nicht mehr abrutschen. Ready? One, two, three, lift. Right down to the knee height.
right, while you've got it there, just come step forward one pace. Keeps moving. Well done, Gordon. Absolutely. Fantastic. We'll pull a little marker down, see how far we get, I think. It won't be far, but we can measure that. Are we going again? Yeah. All right. Get your weight to the end of the levers. Walk forward. Stop. Rest it. Und die insgesamt geschaffte Strecke? 38 inches. Nächstes Mal schaffen wir das in einer Viertelstunde, anstatt den ganzen Tag hier herumzupfuschen. Und so ist es. Pipes rekrutiert weitere Helfer, sodass vier weitere Hebel auf jeder Seite hinzugefügt werden können. Everybody ready? Raise! Innerhalb von Minuten wird die alte Steinzeittechnik beherrscht. Das Unternehmen läuft wie eine gut geölte Steinzeitmaschine. Das Resultat ist erstaunlich. Okay, let's have another measurement. So how far is that, Simon? 23 feet 7. Wow, 23 feet 7, guys! Berechnungen zufolge hätten 32 Personen mit dieser Methode mindestens 3 Monate benötigt, um einen Stein dieser Größe die 32 Kilometer nach Stonehenge zu transportieren. Damit mag eine Frage beantwortet sein. Gleichzeitig stellt sich aber eine neue. Wie waren die damaligen Baumeister in der Lage, die Steine aufzurichten und die gewaltigen Decksteine auf die vertikalen Steine zu heben? In der Werkstatthalle in Oxfordshire ist die Rekonstruktion von Stonehenge nach 3 Monaten intensiver Arbeit fast fertig. Wenn ich die vielen dicht an dicht stehenden Steine sehe, wirkt das schon recht spektakulär. Draußen wird es fantastisch aussehen. Der Aufstellungsort liegt über 145 Kilometer von der Werkstatt entfernt in der Nähe des echten Stonehenge. Um die Styroporsteine über die Straße zu transportieren, wären viele Lkw-Fahrten nötig. Angesichts von nur noch 2 Wochen bis zur Sommersonnenwende würde dies kostbare Zeit kosten. Es gibt Schienen, die bis direkt in die Werkstatt führen. Normalerweise wird darauf militärisches Gerät befördert. Aber das britische Verteidigungsministerium gestattet dem Team den Transport der Steine per Bahn zum Aufstellungsort. Wir haben 4 ladebereite Waggons und 20 weitere sollen noch kommen. In manchen davon wird nur ein Stein transportiert werden. Allein das Beladen nimmt 5 Tage in Anspruch. Bei schnellerem Einladen bestände das Risiko, die aufwendig angefertigten Steine zu beschädigen. Noch 9 Tage bis zur Sommersonnenwende. Aber schließlich ist der Stonehenge Express auf den Weg gebracht. Die Reise führt 112 Kilometer nach Süden zu einem Militärbahnhof in der Nähe von Stonehenge. Der Zug wird von einer Lkw-Flotte erwartet, die die Steine zum nahen Aufstellungsort in der Salisbury-Ebene, 16 Kilometer von Stonehenge entfernt, bringt. Der Ort ist ideal, um die Sommersonnenwende wie vor 4000 Jahren zu erleben. Er liegt am Rand einer Anhöhe, die freie Sicht nach Nordosten auf den Horizont bietet, wo die Sonne aufgehen wird.
Es bleibt jetzt nur noch eine gute Woche, um dieses Riesenpuzzle zusammenzusetzen. Das Aufrichten der Steine erfordert eine wissenschaftliche Herangehensweise. Damit die Archäologen ihre Experimente durchführen können, müssen sie exakt dieselbe Position und Anordnung einnehmen wie das Original. The 40C is the next one after. This is the altar. That's the altar. The other end of the altar. Mike Pitts verwendet kleine Pflöcke, um gemäß einem detaillierten Plan des Originals den Standort für jeden Stein zu markieren. Mit Hilfe von GPS überprüft er die zielgenaue Platzierung. Ausgerichtet an den Markierungen legen die Konstrukteure die Decksteine für den Kreis aus Sarsensteinen auf den Boden. Die Steine fügen sich problemlos zu einem imposanten Kreis mit 30 Meter Durchmesser zusammen. Als nächstes folgen die aufrechten Sarsensteine. Anders als die echten Steine könnten die riesigen Styroporblöcke bei dem starken Wind, der über die Salisbury-Ebene weht, umkippen. In Stonehenge sitzen die echten Steine tief im Boden verankert. Doch diese Möglichkeit haben die modernen Baumeister nicht. Ihr Plan sieht vor, die Nachbildungen auf den Boden zu stellen und sie mit vier langen Holzpflöcken, jeweils einem pro Ecke, zu stützen. Exaktes Positionieren ist auch hier unerlässlich. Wenn wir daneben liegen, passen die Decksteine nicht mehr und wir werden überall Lücken haben. Die nachgebildeten Steine wiegen zwar nur wenige 100 Pfund, aber sie müssen trotzdem mit einem hydraulischen Gabelstapler aufgerichtet werden. Die echten Steine wiegen bis zu 45 Tonnen. Wie wurden sie vor 4000 Jahren aufgerichtet? Die Archäologen glauben, dass die Steinzeitmenschen eine ebenso geniale wie simple Lösung dafür besaßen. Ausgrabungen in Stonehenge brachten Löcher zutage, die an einer Seite angeschrägt waren. Wahrscheinlich wurden sie mit einfachen Werkzeugen wie Hirschgeweihen gegraben. Der Stein wurde über die Schräge in das Loch geschoben. Zuerst mache ich also das. Ich repräsentiere so vielleicht 50 starke Männer. Anschließend musste er aufgerichtet werden. Nicht allzu schwierig. Um das obere Ende des Steins wurden Seile gebunden. Der schwierigste Teil war, die letzten 20 Grad zu bewältigen, um den Stein in die Vertikale zu bringen. Ein denkbares Hilfsmittel könnte hier ein einfacher A-förmiger Rahmen aus Holzstämmen gewesen sein, der für ausreichend Zugkraft gesorgt hätte. Und dann in der Vertikalen geht es nicht mehr weiter, weil er an die senkrechte Lochwand drückt. Dann steht er, der Megalith. Inzwischen werden am Aufstellungsort die Decksteine gesetzt, die horizontalen Steine, die oben aufliegen. Auch diese haben in jeder Ecke ein Loch für entsprechende Stifte, die oben aus den Sarsensteinen ragen. An ihren Enden greifen sie durch Verzapfungen ineinander. Eine Idee, die von den steinzeitlichen Baumeistern kopiert wurde. Das Ganze ist eine unglaublich stabile Konstruktion und wir versuchen, dies nachzuahmen. Selbst mit Hilfe modernster Technik ist es schwierig, die nachgebauten Steine in ihre Position zu hieven. Aber wie bekamen die Erbauer von Stonehenge ihre 12 Tonnen schweren Decksteine auf die 4 Meter hohen Tragsteine? Die Antwort könnte wiederum bei Gordon Pipes und seiner Hebeltheorie liegen. Wir sind fast in der Waagrechten. Das reicht, um sicher zu sein. Wenn wir es hier und da hinten eben kriegen, steht das Ganze sicher wie ein Haus. Pipes demonstriert, dass die Technik nicht nur für den Transport der Steine verwendet worden sein könnte, sondern auch, um sie hochzuhieven. Der Plan sieht vor, den Betonblock mit Hilfe der Hebel ein Stück anzuheben und Baumstämme darunter zu schieben. Dann wird erneut angehoben und weitere Baumstämme im rechten Winkel dazu geschoben, um eine Plattform zu bilden. Dieser Vorgang wird anschließend wiederholt.
Das Freiwilligenteam befördert den Block auf einen halben Meter Höhe. Doch dann gibt es ein Problem. Die Hebelenden ragen jetzt zu hoch in die Luft. Baugerüste werden herbeigeschafft. In der Steinzeit verwendeten die Erbauer wahrscheinlich hölzerne Plattformen auf jeder Seite. Nach nur einer Stunde liegt der Block fast einen Meter höher. Aber ohne Trägerstein, auf den der Block gesetzt werden müsste, ist die Sache für die Männer um Gordon Pipes damit erledigt und sie machen Feierabend. Für die Baumeister der Steinzeit ging die Arbeit jedoch weiter. War der Deckstein erst einmal auf Höhe der Sarsensteine, stemmten sie ihn hinüber und arretierten ihn in seiner Position. Das gigantische Puzzle, aus dem das neue Stonehenge entstehen soll, nimmt allmählich Gestalt an. 2 Tage vor der Sommersonnenwende ist der Kreis aus Sarsensteinen fast fertiggestellt. Jetzt werden die 89 Blausteine in einem Kreis und in Hufeisenform aufgestellt. Mit Staunen wird dem Team durch das Projekt deutlich, welche Leistung ihre prähistorischen Vorfahren damals vollbracht haben. Jetzt, da Stonehenge komplett steht, erschließt sich die beeindruckende Wirkung seines einzigartigen architektonischen Aufbaus erst wirklich. Wie beim echten Stonehenge führt ein breiter Weg, die Avenue, zur Anlage. Am Eingang stehen 2 riesige Steinblöcke, genannt Fersensteine. Am Originalstandort ist heute nur noch einer davon erhalten und dieser ist stark verwittert. Dahinter ragen 3 gewaltige, imposante Steine, die sogenannten Opfersteine, aus dem Boden. Auch diese sind am Originalstandort so nicht zu sehen. Der einzige, der übrig geblieben ist, liegt umgestürzt auf der Erde. Die beiden anderen sind verschwunden. Es folgt der äußere Kreis aus Sarsensteinen. 30 Trägersteine, auf denen 30 Decksteine ruhen. Nur 17 von den tragenden und 6 von den Decksteinen existieren heute noch. Innerhalb des Kreises befinden sich 5 große Steinpaare, die jeweils einen Deckstein tragen und in Hufeisenform aufgestellt sind. Sie werden als Trilite bezeichnet. Der größte ist über 7 Meter hoch. Zum ersten Mal wird deutlich, welch herausragende Position sie im inneren Kreis einnehmen. In Stonehenge selbst steht nur noch ein Stein des größten Paares. Im Innern des Sarsensteinkreises befinden sich außerdem ein weiterer Kreis aus Blausteinen und eine hufeisenförmige Blausteingruppe, insgesamt 89 Steine. In Stonehenge gibt es nur noch 34 davon. Der größte der Blausteine, der Altarstein, ragt stolze 4,30 Meter auf. In Stonehenge liegt er in 2 Teile geborsten auf der Erde. Mike Pitts ist der Erste, der das erhabene Innere des rekonstruierten, von den kolossalen Steinen umschlossenen Bauwerks auf sich wirken lässt. Was mich wirklich überrascht ist, wie viel Platz hier ist. Wenn ich heute an dieser Stelle im echten Stonehenge stehe, bin ich von großen Steinblöcken umgeben. Dort sind einige der größten Megalithe, wie dieser hier. Oder der da drüben, der wirklich große. Die Decksteine und einige der Blausteine in die Mitte gestürzt und zerbrochen oder liegen in einem Haufen aufeinander und füllen diesen Raum aus. Dies in unversehrtem Zustand zu sehen, ist fantastisch. Obwohl die Kopie exakt dem Original entspricht, gibt es ein Detail, das selbst Pitts eingehende Recherche nicht klären konnte. Es handelt sich um einen der aufrechten Steine im Sarsensteinkreis. Die Erbauer der Originalanlage machten ihn nur halb so groß wie die anderen.
Bleibt die Frage, warum er so klein war. Besaß er eine Funktion im Kreis? Denn er konnte mit Sicherheit keine Decksteine tragen. Hinweise darauf, dass der Stein zerbrochen oder beschädigt worden ist, gibt es nicht. Seine Größe muss daher Teil des ursprünglichen Bauplans gewesen sein. Ich habe mir den Originalstein vor Ort genau angesehen und ich bin ziemlich sicher, dass alle vier Seiten dieses Megalithen von den prähistorischen Steinmetzen behauen wurden. Pitts glaubt, dass der Sarsensteinkreis dennoch geschlossen war. Anstatt zwei steinerner Deckelemente könnten zwei aus Holz verwendet worden sein, die von Holzpfählen gestützt wurden. Damit soll diese symbolische Zäsur hervorgehoben werden. Es gibt einen Grund, warum dieser kleine Stein hier steht. Seiner Meinung nach könnte dies ein Eingangsportal gewesen sein und das Holz könnte etwas Bedeutungsvolles markiert haben. Weitere archäologische Forschungen könnten den Nachweis für Holzpfähle an dieser Stelle erbringen. Das Schöne an dieser Theorie ist, dass sie überprüft werden kann, weil an der Basis dieses Steins noch keine Ausgrabungen stattgefunden haben. Irgendwann in der Zukunft könnte also einer von uns nachsehen, ob es dort nicht mindestens ein großes Loch für einen Pfahl gibt. Die Stonehenge-Kopie ist einzigartig. Zum ersten Mal kann eine Gruppe führender Archäologen eine Reihe von bemerkenswerten Versuchen durchführen. Clive Ruggles ist Archäoastronom. Er untersucht, in welcher Beziehung Bauwerke der Frühgeschichte mit dem Himmel stehen. Viele sehen in Stonehenge eine Art frühes Sternenobservatorium. Dieser Mythos drängt sich den Menschen auf, wenn sie sich die Anordnung und den Punkt, an dem die Sonne und der Mond aufgehen, betrachten. Die meisten Archäologen sind sich einig, dass Stonehenge bewusst auf jenen Punkt ausgerichtet wurde, an dem die Sonne am Mittsommertag aufgeht. Mehr als die Hälfte der Steine fehlt heute. Es ist daher nicht mehr möglich, die ursprüngliche Wirkung des Sonnenaufgangs am Originalstandort an diesem Tag zu erleben. Durch die Rekonstruktion bietet sich Ruggles die einmalige Gelegenheit zu beobachten, was tatsächlich bei Sonnenaufgang am Mittsommertag passiert. Seinen Messungen zufolge hat sich die Neigung der Erdachse im Lauf der Zeit verändert. Wo heute die Sonne aufgeht, ist nicht die Stelle, an der sie vor 4000 Jahren aufging. Der Punkt hat sich um einen halben Breitengrad verschoben. Er hat die einstige Position berechnet und will nun im neu erschaffenen Stonehenge den Sonnenaufgang nachstellen. Um den Effekt so exakt wie möglich zu rekonstruieren, verwendet er anstelle der Sonne eine 18.000 Watt starke Lichtquelle. In der Morgendämmerung wird sie in die Position gebracht, an der die Sonne vor 4000 Jahren, kurz nach Sonnenaufgang, gewesen wäre. Das Ergebnis ist atemberaubend. Vom Zentrum aus gesehen geht die Sonne exakt zwischen den beiden Fersensteinen auf. Der Lichtstrahl wird von den drei Opfersteinen gespalten, bevor er in den Steinkreis fällt. Ein unbeschreiblicher Moment für Ruggles. Bislang konnte er den Sonnenaufgang nur in Zeichnungen und Diagrammen darstellen und musste sich den Effekt vorstellen. Er glaubt jedoch, dass die prähistorischen Baumeister nicht nur den Sonnenaufgang am Tag der Sommersonnenwende im Sinn hatten, als sie die Anlage errichteten. Noch spektakulärer könnte der Sonnenuntergang am Tag der Wintersonnenwende gewesen sein. Jetzt kann er diese Theorie überprüfen. Er bringt die Lichtquelle in die Position, an der sich die Sonne am Abend der Wintersonnenwende befunden hätte. Der Effekt ist einmalig. Er wirkt noch dramatischer als der der aufgehenden Sonne bei der Sommersonnenwende. Die äußeren Steine scheinen als ein Eingang zu fungieren. Ein Pfad aus Licht weist den Weg in den Kreis. Die untergehende Sonne wird von den beiden größten aufrechten Steinen flankiert, als würde sich hier ein Portal zum Himmel öffnen. Und genau dies könnten die prähistorischen Erbauer nach Meinung von Ruggles beabsichtigt haben. Vielleicht war es wichtiger, die Sonne untergehen zu sehen und gleichzeitig nach Stonehenge den Hügel hinaufzulaufen.
Konnte es sein, dass Stonehenge in Richtung des Sonnenuntergangs zum Mittwinter und nicht zum Sonnenaufgang zum Mittsommer angelegt worden war? Was es für mich plausibler als die Ausrichtung an die Sommersonnenwende macht, ist, dass unser Verfahren sich dem Bauwerk aus dieser Richtung näherte. Der Altar, wo das heilige Ritual abgehalten wurde, liegt dann vor der untergehenden Sonne, nicht dahinter. Moderne Sakralbauten werden nach genau demselben Muster geplant. In einer Kirche führt der Prozessionsweg zum Altar, dem Allerheiligsten. Die gesammelte Aufmerksamkeit wird in diese Richtung gelenkt. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es genau darum geht. Und um den Mittwinter, um die neue Jahreszeit wiederkehren zu lassen. Eine Zeit, in der große heilige Zeremonien stattfanden. Für eine Agrargesellschaft, die von der lebensspendenden Kraft der Sonne abhing, muss es eine wahrhaft beängstigende Vorstellung gewesen sein, dass die Sonne vielleicht nicht wiederkehren würde. Könnte in Stonehenge das wichtigste Ritual im Jahr dazu gedient haben, sie zur Rückkehr zu bewegen? Wenn das Bauwerk an der Sonne ausgerichtet war, bestand dann vielleicht auch eine Beziehung zum Mond? In einem Zeitalter ohne künstliches Licht waren die langen, finsteren Winternächte stockdunkel. Der Mond war die einzige Lichtquelle, was ihm große Bedeutung verlieh. Alle 19 Jahre wiederholt sich ein besonderes Phänomen. Der Mond geht am weitesten im Süden auf und bleibt am längsten am Nachthimmel. Ruggles glaubt, dass einige der Steine in Stonehenge so aufgestellt wurden, dass sie dieses wichtige Ereignis markieren. Er hat berechnet, an welchem Punkt dieser Mondaufgang vor 4000 Jahren stattgefunden hat. Jetzt stellt er seine riesige Lichtquelle an genau dieser Stelle auf. Der aufgehende Mond steht in einer exakten Linie mit den beiden äußeren Steinen, den Stationssteinen. Das weist darauf hin, dass die Baumeister der Steinzeit ausreichendes Wissen über den komplexen Lauf des Mondes besaßen, um dieses Ereignis besonders zu kennzeichnen. Doch zu welchem Zweck? Zur Mitte des Winters sind die Tage kurz und die Nächte lang. Die Fähigkeit, die längste Mondnacht vorherzusagen, muss von herausragender Bedeutung für die Steinzeitmenschen gewesen sein. Vor allem, wenn in dieser Zeit Zeremonien stattfinden sollten. Doch warum war gerade der tiefe Winter so wichtig? Und welche mysteriösen Rituale wurden während dieser langen, vom Mond beschienenen Nächte abgehalten? Waren es religiöse Zeremonien oder Rituale ganz anderer Art? Francis Pryor ist ein führender Experte für die Frühgeschichte Großbritanniens. Der Stonehenge-Nachbau liefert ihm eine wichtige neue Erkenntnis. Mein Eindruck ist, dass es sehr schwer ist, nach draußen zu sehen. Und von außerhalb ist es extrem schwierig, hineinzusehen. Da die Konstruktion der Anlage anscheinend bestimmte Menschen einbezog und andere ausschloss, liegt die Vermutung nahe, dass es sich nicht einfach nur um eine monumentale Skulptur handelt. Plötzlich erkenne ich, ja, das ist ein Gebäude. Und ich frage mich, womit hat die Anlage Ähnlichkeit? Ähnelt es einer Kirche? Ich denke, Stonehenge war eine Art Theater. Ein religiöses Theater mit religiösen Zeremonien. Und sein Zweck war, die Autorität der Mächtigen in der Gemeinschaft zu festigen. Nach Pryor besaß Stonehenge verschiedene klar voneinander abgetrennte Zonen. Einen äußeren Bereich hinter den Steinen, einen Zwischenbereich zwischen diesen Steinen und dem Kreis und schließlich das Innere des Steinkreises selbst.
In dieser Aufteilung spiegelt sich meiner Meinung nach die gesellschaftliche Hierarchie, wobei sich die am höchsten Stehenden in der Mitte und die am niedrigsten Stehenden außen befanden. Das Faszinierende daran ist, dass die Menge außerhalb der Steine nicht wirklich sehen konnte, was im Inneren vor sich ging. Sie werden wahrscheinlich etwas gehört, Flammen gesehen haben und sich etwas sehr Mysteriöses und Magisches ausgemalt haben, das im Inneren ablief. Aber was fand tatsächlich statt? Aaron Watson ist Akustikarchäologe. Er untersucht die Bedeutung von Tönen in frühgeschichtlichen Bauwerken. Es war ein Steinkreis in Schottland, in dessen Innern ich zum Teil sehr eigentümliche Echos bemerkte. Die Töne wurden von einzelnen Steinen zurückgeworfen und es entstand ein bizarrer Raumklang. Ich dachte, wenn ich das schon merkwürdig und verblüffend finde, wie müssen dann erst die Menschen vor über 4000 Jahren diese Klänge empfunden haben? In umfangreichen Experimenten hat er auch Stonehenge untersucht. Das Auffälligste und für mich die größte Überraschung war, obwohl große Bereiche der Anlage nicht mehr vorhanden oder nur sehr fragmentarisch erhalten sind, die Intensität und Dramatik des Klanges. Das rekonstruierte Stonehenge bietet Watson die Möglichkeit, ein einmaliges Experiment durchzuführen. Obwohl die Kopie aus Styropor besteht, sind die räumlichen Effekte dem Original sehr ähnlich. Er richtet seine Versuchsanordnung im Zentrum des Kreises ein. Einer der Klänge, mit denen ich arbeite, ist ein unbestimmtes Zischen, das als rosa Rauschen bezeichnet wird. Es ist ein Klanggemisch aus Tonfrequenzen und beinhaltet auch Frequenzen, die von Menschen erzeugt werden. Wenn ich mich im Innern bewege, merke ich eine deutliche Veränderung, obwohl die Quelle konstant bleibt, und frage mich, was passiert da eigentlich? Warum kehrt sich der Ton um? Warum wird er leiser oder warum ändert sich sogar ein wenig die Tonhöhe? An manchen Stellen blockieren die Blausteine den Ton, dann wird er wieder freigegeben, dann wieder blockiert, sodass ich eine Art Wellenform höre, während ich mich bewege, die das Visuelle, also das, was ich sehe, klanglich unterstreicht. Watsons Experiment liefert ein wichtiges Ergebnis. Die Aufstellung der Steine lenkt den Klang, der aus dem Innern kommt, auf den Eingang, der in einer Linie mit dem Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende und dem Sonnenuntergang zur Wintersonnenwende steht. Wenn ich mich auf dem Weg in den Kreis entlang dieser Achse bewege, habe ich den lautesten, den dramatischsten Effekt. Töne, die in der Mitte des Kreises erzeugt werden, höre ich verstärkt. Ich höre Echos. Ich höre mögliche Effekte und an manchen Stellen ist der Klang gebündelt, an anderen verschwimmt er. Und was wäre außerhalb des Kreises zu hören? Die Steine blockieren beispielsweise die meisten Frequenzen einer menschlichen Stimme. Vielleicht verleiht das dem Geschehen im Innern, an dem ich nicht teilhaben kann, etwas Mysteriöses oder sehr Gewaltiges. Watsons Entdeckung weist darauf hin, dass die prähistorischen Bauherren über die Gesetze der Akustik Bescheid wussten. Nach ähnlichem Prinzip wird in modernen Theatern verfahren. Architekten planen die Wände, die Decke und den Boden so, dass der Klang konzentriert in den Zuschauerraum gelangt und vom Publikum deutlich gehört werden kann. Welche Zeremonie wurde im innersten Bereich von Stonehenge abgehalten?
War es Hochdramatisches, das sich hier abspielte? Vielleicht eine Opferung oder etwas Mysteriöses und Magisches? Mike Parker Pearson ist Experte für Rituale und Zeremonien der Steinzeit. Er glaubt, in anderen Kulturen den Beweis gefunden zu haben, der Stonehenge mit den Toten verbindet. Auf der afrikanischen Insel Madagaskar verehren die Menschen ihre Ahnen und praktizieren Umbettungszeremonien. Stein ist hier ausschließlich den Toten vorbehalten. Er symbolisiert die Transformation eines lebendigen Wesens in einen dauerhafteren Zustand in der nächsten Welt. Ist dies eine Erklärung dafür, warum die Blausteine des inneren Kreises in Stonehenge aus den 385 Kilometer entfernten walisischen Bergen herangeschafft wurden? Wenn ich die hier betrachte, frage ich mich, ob sie nicht vielleicht Individuen darstellen und ob wir hier nicht Verkörperungen von Vorfahren aus der Steinzeit vor 4.500 Jahren sehen. Dasselbe Konzept, so glaubt Pearson, existiert bis heute in Madagaskar. Stein wird für die toten Ahnen aufgestellt. Holz dagegen wird den Lebenden und kürzlich Verstorbenen zugeordnet. Eine Analogie, die uns allen vertraut ist. Bei einer Beerdigung legen wir Blumen auf das Grab. Manchmal stellen wir auch ein Holzkreuz auf, bevor wir ein dauerhaftes Zeichen zum Gedenken, den Grabstein, setzen. Ich glaube, dass wir hier vor etwas stehen, das durch viele verschiedene Kulturen zu verschiedenen Zeiten gestützt wird. Für die prähistorischen Menschen scheint auch die Wahl des Baumaterials wichtig gewesen zu sein. Die Verwendung von Holz und die von Stein besaß unterschiedliche Bedeutungen zu jener Zeit. Holzkreise in der Form von Stonehenge wurden auch etwas weiter flussaufwärts, genau zur selben Zeit errichtet, in der Stonehenge aus Stein gebaut wurde. Stonehenge ist durch den Fluss Avon mit den Resten eines Holzkreises verbunden, der weniger als 3 Kilometer entfernt liegt und als Woodhenge bekannt ist. Pearson glaubt, das Holz symbolisiere die Lebenden. Stonehenge hingegen mit seinen Steinen sei für die Toten gewesen und die Umgebung birgt noch weitere Hinweise. Dieser Flussabschnitt verläuft mitten durch das größte, dichteste Gräberfeld aus dieser Zeit vor 4000 Jahren. In dem nur 30 Quadratkilometer großen Gebiet ist fast jede Art von Grabhügel vertreten, was es zu einem der größten prähistorischen Friedhöfe Großbritanniens macht. Die Holzkreise und Stonehenge wurden nach Pearsons Meinung als Schauplätze komplexer Bestattungsrituale errichtet. Der Fluss dazwischen war die reale und symbolische Verbindungsstraße ins Jenseits, auf der die frisch Verstorbenen die Transformation von den Lebenden zu den Toten durchmachten. Und es ist wahrscheinlich, dass all dies zu einer ganz bestimmten Zeit im Jahr stattfand. Ich kann mir eine große Mitwinterzeremonie vorstellen, zu der sich die Menschen aufmachten. Feuer, die über Wochen, vielleicht Monate brannten, und eine Art Prozession. Ein Fest für die Toten zum Mitwinter. Nahe Woodhenge wurden unzählige Knochen von Schweinen gefunden. Laboranalysen haben ergeben, dass die Schweine während der Wintermonate geschlachtet wurden. Ein Beleg für ein großes Festmahl, das die Theorie eines bedeutenden Ereignisses untermauert. Es ist der logische Zeitpunkt für ein solches Fest, weil es der kürzeste Tag ist. Es ist ein wenig so, als würde die ganze Welt langsam sterben. Es ist heute möglich, diese Zeremonie zur Wintersonnenwende nachzustellen, wie sie vielleicht vor über 4000 Jahren stattgefunden hat. Es ist der 21. Dezember 2300 vor Christus. Nach Wochen festlicher Bewirtung verlässt eine Trauergesellschaft nach der Einäscherung ihrer Toten die Holzkreise. Sie verstreut die Asche im Fluss und schlägt die Prozessionsstraße zum großen Steinkreis ein.
Diese Menschen haben weite Reisen unternommen. Einige sind sogar vom Kontinent gekommen. In ihren Händen halten sie brennende Fackeln, um wilde Tiere abzuwehren und sich in der dunkelsten Nacht des Jahres den Weg zu leuchten. Sie tragen braune Wollgewänder, die natürliche Farbe der Wolle ihrer Schafe. Musik erklingt aus Knochenflöten, Kuhhörnern und Trommeln. Ich stelle mir vor, dass sie zum Abschluss hierher kamen, um in einer endgültigen Offenbarung den Sinn des Lebens zu erfahren. Und um zu sehen, dass wir alle einmal zu unseren eigenen Ahnen werden. Ein Leichnam, vielleicht eine wichtige Persönlichkeit, die durch die Steine gesegnet werden soll, wird getragen. Nach der Ankunft am Kreis werden nur die Leichenträger und die Führer in den inneren zentralen Bereich gelassen. Die anderen wagen es nicht, ihn zu betreten und stellen sich in einem Kreis um die Blausteine auf. Sie bewachen die Lücken in den riesigen Sarsensteinen. Jetzt, da die Sonne am kürzesten Tag untergeht, kann der Hohepriester ein rituelles Feuer entzünden, bevor er die Geister anruft. Der Leichnam wird den Steinen überantwortet. Dies ist der Moment, in dem der Tote von der Welt der Lebenden in die Schattenwelt der Vorfahren übertritt und die Sonne gütlich gestimmt wird, damit sie mit ihrem lebensspendenden Licht ein weiteres Jahr wiederkehrt. Die Archäologen, die an diesem Experiment teilgenommen und Stonehenge erlebt haben, wie es einmal war, haben über die Dimension und die Idee hinter diesem grandiosen architektonischen Plan gestaunt. Dank der sorgfältigen und mühsamen Arbeit von Mike Pitts konnte dieses Projekt realisiert werden. Für ihn hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Diese Kopie von Stonehenge wird nur ein kurzes Dasein fristen. Die Wirkung wird jedoch nachhaltig sein. Davon bin ich überzeugt. Mein Blick auf Stonehenge hat sich in vielerlei Hinsicht geändert. Und ich habe erkannt, wie wenig wir die echten Megalithe untersucht haben. Dieses Modell und der Eindruck, den es hinterlässt, werden mit Sicherheit langfristig unser Verständnis von Stonehenge beeinflussen. Die Rekonstruktion von Stonehenge hat gezeigt, dass die prähistorischen Menschen alles andere als primitiv waren. Sie waren technisch versierte Baumeister, die viele wissenschaftliche Grundprinzipien beherrschten, darunter Astronomie und Akustik. Dieses Wissen erlaubte es ihnen, jenes großartige Bauwerk zu planen und zu erschaffen, das uns noch heute in Staunen versetzt. Morgendämmerung in Stonehenge, dem geheimnisvollen riesigen Steinkreis aus prähistorischer Zeit auf der Salisbury-Ebene in England. Es ist der längste Tag des Jahres, die Sommersonnenwende. Und Tausende haben sich versammelt, wie schon seit mehr als 4000 Jahren, um hier den Sonnenaufgang zu erleben. Aber Stonehenge ist nicht viel mehr als eine Ruine. Weniger als die Hälfte des einzigartigen Bauwerks steht heute noch. Wie sah es aus, als es neu war? Und wenn wir es noch einmal als Ganzes sehen könnten, würden wir dann seine ursprüngliche Funktion besser verstehen? In der Hoffnung, dieses uralte Rätsel lösen zu können, hat sich ein Expertenteam die gewaltige Aufgabe vorgenommen, Stonehenge so nachzubauen, wie es vor 4000 Jahren ausgesehen haben muss. Ein aufwendiges Projekt, angefangen von der Arbeit am Zeichenbrett bis zur Aufstellung der Megalithe.
Es wird untersucht werden, ob die Steine am Lauf der Sonne und des Mondes ausgerichtet waren und ob es gelingt, die vielleicht wichtigste rituelle Zeremonie der Steinzeitmenschen noch einmal aufleben zu lassen. Das Ziel, herauszufinden, welchem Zweck die Anlage von Stonehenge ursprünglich diente. Stonehenge ist eine spektakuläre, aber merkwürdige architektonische Anlage, eines der Wunder der prähistorischen Welt. Die größten Steine wiegen über 40 Tonnen, was dem Gewicht eines großen, vollbeladenen Sattelzugs entspricht, und sie ragen 7 Meter in die Höhe. War dies ein Ort kultischer Verehrung? Wurden hier Menschen geopfert? Oder war es ein gigantischer astronomischer Kalender? Die Ruine, die wir heute sehen, kann diese Rätsel nicht lösen. Angesichts des verfallenen Zustands der Anlage ist es unmöglich, ihren ursprünglichen Zweck zu ergründen. Das Experiment jedoch könnte den Schlüssel zu all den Geheimnissen liefern. Der Archäologe Mike Pitts hat sich ausführlich mit diesen Fragen beschäftigt. Fast 3 Jahrzehnte Forschung und zahlreiche Ausgrabungen haben ihn zu einem weltweit anerkannten Stonehenge-Experten gemacht. Jetzt will er dem Geheimnis der Steine mit einem völlig neuen Ansatz auf die Spur kommen. Das Bemerkenswerte an uns Archäologen und Stonehenge ist, dass wir Stunden und Tage, sogar Jahre damit zubringen, über die kleinsten Details zu debattieren und uns nur selten über die ursprüngliche Form der Anlage und die genaue Technik, mit der sie errichtet wurde, Gedanken machen. Pitts wird ein riesiges Projekt beaufsichtigen, das Stonehenge genauso nachbauen will, wie es vor 4000 Jahren aussah. Ein absolutes Novum in der modernen Archäologie. Mit dem Nachbau hofft er, in die Köpfe der prähistorischen Erbauer blicken und herausfinden zu können, wie und warum Stonehenge errichtet wurde. Er möchte, dass auch andere Archäologen das fertiggestellte Monument einer genauen Prüfung unterziehen. Sie werden den Nachbau als riesiges Labor für einzigartige Experimente nutzen. Die wichtigsten davon können nur am Tag der Sommersonnenwende stattfinden. In gewisser Weise werden wir etwas sehen und erfahren, was seit 4000 Jahren niemand mehr erlebt hat. Die Nachbildung eines so komplexen Monuments wie Stonehenge erfordert einen Baumeister, der dieser Herausforderung gewachsen ist. Dies ist der Sitz von Crawley Creatures, einer preisgekrönten Werkstatt für Spezialeffekte. Die Designer sind auf Absonderliches spezialisiert, von Werwölfen bis hin zu riesigen Meeresmonstern. Doch mit einem Bauwerk dieser Größenordnung hatten auch sie noch nichts zu tun. Wir haben schon viele verrückte Dinge gemacht und jetzt sollen wir Stonehenge nachbauen. Und zwar 1:1, kein Modell, sondern eine Kopie in Originalgröße. Das wird riesig. It's gonna be huge. Der Nachbau von Stonehenge ist nicht die einzige Herausforderung. Es muss auch ein Ort gefunden werden, der dafür als Werkstatt genutzt werden kann. Das gigantische Bauwerk hat einen Durchmesser von 30 Metern und ist mehr als 7 Meter hoch. Überall im Land wird nach einem überdachten Raum gesucht, der groß genug ist für dieses Megaprojekt. Fündig werden die Designer auf einer britischen Militärbasis in Bicester in der englischen Grafschaft Oxfordshire. Dieses Lagerhaus der Armee ist eines der größten in Großbritannien und hat Platz für 40 Panzer. It's huge. Es ist jetzt Mitte März. Die Fertigstellung des Monuments ist für den 21. Juni geplant, den Tag der Sommersonnenwende, damit Archäologen wissenschaftliche Experimente durchführen können. Stein als Baumaterial kommt nicht in Frage. Es wird ein Material benötigt, das leicht zu bearbeiten ist, um in der kurzen Zeit von 3 Monaten eine exakte Kopie anzufertigen.
Die langjährige Erfahrung im Filmgeschäft liefert die Lösung. Styropor. Es ist leicht und sehr gut zu handhaben. Wenn erst einmal eine Basis herausgearbeitet ist, kann es geschnitten und in kurzer Zeit eine Menge Detailarbeit geleistet werden. Sogar eine Oberflächenstruktur lässt sich herstellen. Aber selbst mit Styropor ist es ein immenses Unterfangen. I think it's these ones. Bevor mit dem eigentlichen Bau begonnen werden kann, muss Mike Pitts eine genaue Vorlage erstellen, nach der sich die Arbeiten richten. Leichter gesagt als getan. Mehr als die Hälfte der ursprünglichen Steine fehlt heute in Stonehenge. Andere liegen zertrümmert am Boden. Auf der Suche nach Hinweisen begibt sich Pitts auf eine Zeitreise zu den Ursprüngen des Bauwerks. Die Vorfahren der Menschen, die Stonehenge bauten, kamen vor etwa 10.000 Jahren in die Gegend. Sie fanden hier alles, was sie brauchten. Das Gebiet liegt zwischen zwei Flüssen, wo es reichlich Fische und Biber sowie andere Wildtiere in den Wäldern gab. Ganz allmählich gingen diese ursprünglichen Jäger und Sammler zu Ackerbau und Viehzucht über. Das grüne Land bot ihren Tieren gute Weideflächen und sie bauten auch Getreide an. Der Übergang zu Ackerbau und Viehzucht markiert den Beginn des Neolithikums, der Jungsteinzeit. Die bis dahin als Nomaden lebenden Menschen fingen an zu bauen. Da Metall noch unbekannt war, fertigten sie Werkzeuge aus Feuerstein, den sie in der näheren Umgebung fanden. Im Gebiet der Salisbury-Ebene tauchten plötzlich große Erdwälle und Gräben auf. Auf einigen davon gab es Holzbauten. Das einzige steinerne Bauwerk, gleichzeitig auch das komplexeste und imposanteste, war jedoch Stonehenge, das vor über 4000 Jahren entstand. Im Lauf der Jahrtausende verfiel dieses Bauwerk jedoch immer mehr. Viele der Steine stürzten zu Boden oder wurden entfernt. Im 19. und 20. Jahrhundert begannen Archäologen mit Ausgrabungsarbeiten an der Stätte und richteten sogar einige der umgefallenen Gesteinsblöcke wieder auf. Schon bald machten sie eine verblüffende Entdeckung. Es gab nicht nur ein, sondern mehrere Stonehenges an diesem Ort, die im Lauf von 1500 Jahren gebaut worden waren. Aus dem Wissen der archäologischen Studien mehrerer hundert Jahre versucht Pitts, alle verfügbaren Daten zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Er muss herausfinden, wo die Steine vor 4000 Jahren tatsächlich standen. Viele sind nicht mehr da. Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Er will versuchen, die genaue Position der fehlenden Steine mit Hilfe von Luftaufnahmen zu bestimmen. Auf ihnen sind die Vertiefungen und Narben zu erkennen, die den Steinen als Stützen gedient haben könnten. Aus der Luft lässt sich die Struktur von Stonehenge viel leichter erkennen. Der nordöstliche Bereich ist relativ gut erhalten, im westlichen und südlichen dagegen klaffen große Lücken und es ist kein einziger Deckstein mehr an seinem Platz. Nach und nach setzt er ein fast vollständiges Bild von Stonehenge zusammen. Der älteste Teil der Anlage entstand ca. 3000 vor Christus, 300 Jahre bevor die Ägypter die Pyramiden erbauten. Er bestand aus einem kreisförmigen Erdwall und einem Graben. Die frühen Baumeister gruben 56 Löcher, die vielleicht Holzpfeilern als Verankerung gedient haben könnten. Während der folgenden Jahrhunderte kamen weitere Pfeiler hinzu. 500 Jahre später wurden die Holzpfeiler durch Steine ersetzt. Etwa um 2400 vor Christus wurden sämtliche Steine entfernt und durch wesentlich größere Blöcke ersetzt, auf die flache Decksteine gesetzt wurden. Im Inneren der Kreisanlage wurden die originalen kleineren Steine wieder aufgerichtet. Drei große Steine markieren den Nordosteingang.
Stonehenge ist ein Meisterwerk, was Architektur und Bautechnik betrifft. Die einzige Möglichkeit, sich dies noch einmal vor Augen zu führen, besteht in der Rekonstruktion der ursprünglichen Anlage. Das hat bisher noch niemand versucht. Ich denke, dass wir es mehr oder weniger korrekt hinbekommen haben. Ich sage bewusst mehr oder weniger, weil ich weiß, dass es ein, zwei Steine gibt, über die Stonehenge-Experten bestimmt streiten werden. Stonehenge entstand in einem Zeitraum von über 1000 Jahren. Dem Team stehen nur 3 Monate zur Verfügung, soll der Bau bis zur Sommersonnenwende an Ort und Stelle stehen. Steine müssen angefertigt werden. Dafür werden 8500 riesige Styroporplatten, 180 Kartonröhren, fast 1400 Liter Farbe und 60 Liter Leim benötigt. Die ersten fertiggestellten Bauteile sind die gewölbten Horizontal- oder Decksteine, die auf die riesigen aufrechten Steinblöcke gelegt werden. Sie müssen exakt ineinander passen, sollen sie einen Kreis von 30 Meter Durchmesser bilden. Präzisionsarbeit an den Styroporblöcken ist gefordert. Das Team verwendet erhitzten Draht, um jeden Deckstein zu formen. Vor über 4000 Jahren hatten es die Baumeister von Stonehenge nicht so leicht. Bei der Bearbeitung der Steine mussten sie dieselbe Maßarbeit leisten. Dazu meißelten sie ineinander greifende Halterungen in die senkrecht stehenden Steine und auch in die Decksteine, um den Kreis zusammenzuhalten. Jeder Stein wurde individuell bearbeitet. Die modernen Baumeister benutzen dieselbe Methode und formen Verzahnungen in den Decksteinen aus. Es ist eine Technik, die das große Können der frühen Konstrukteure ein weiteres Mal unter Beweis stellt. Dies ist nur der erste von 30 aufrechten Steinen, die die Decksteine stützen werden. This is the wrong end, I think we put this on. Oh, it looks like this one was on last. Hang on. Oh, this is going to be fun when we get there. Yeah, just. Erst jetzt wird das Ausmaß dieses Mammutprojekts deutlich. Jeder Turm mit Vertikal- und Querstein misst knapp 5 Meter und es müssen noch 29 weitere angefertigt werden. Bit big. Lordy, lordy. Die enorme Größe der Steine verkörpert eines der am längsten gehüteten Geheimnisse von Stonehenge. In der näheren Umgebung der Anlage gibt es keine Steine solchen Ausmaßes. Woher sie stammen und wie sie hierher kamen, hat Archäologen jahrhundertelang rätseln lassen. Jetzt glauben die Forscher, eine Antwort gefunden zu haben. Auf den ersten Blick sehen alle Steine von Stonehenge gleich aus. Tatsächlich jedoch wurden 2 gänzlich unterschiedliche Gesteinsarten verwendet, aber niemand weiß genau warum. Die größten bestehen aus Sarsenstein, einem extrem harten Sandstein. Die ältesten Steine sind die kleineren, freistehenden Steine. Sie sind zwischen gut einem und knapp 2,50 Meter hoch und werden als Blausteine bezeichnet. Geologische Untersuchungen zeigen, dass Blaustein aus geflecktem Dolerit besteht, einem vulkanischen Gestein, das so selten ist, dass es nur an einem Ort in Großbritannien zu finden ist. 385 Kilometer westlich von Stonehenge in den Preseli Mountains in Südwales. Aber was macht diese Steine so besonders? Und wie wurden sie über eine solch große Entfernung transportiert? Mike Pitts, der Archäologe, der den Aufbau der Stonehenge-Kopie koordiniert, sieht sich vor Ort um und trifft auf ein Archäologenteam, das in dem Gebiet Ausgrabungen durchführt.
hang out on hilltops all the time. Nice and fresh, isn't it? It is pretty fresh. I see dirt. Yeah, you're digging. Got some holes. Die Archäologen Geoff Wainwright und Tim Darvill vermessen das Gebiet seit 3 Jahren und haben inzwischen etwa 12.000 Arbeitsstunden mit der Erfassung seiner Merkmale verbracht. Sie sind überzeugt, jene Hügelkuppe lokalisiert zu haben, von der die Blausteine abgetragen wurden. Wenn sie Spuren steinzeitlicher Aktivitäten finden, können sie beweisen, dass dies der Ort ist, von dem die Steine stammen. Der Beweis, nach dem sie suchen, liegt unter der Erde. Zunächst führen sie jedoch eine geologische Vermessung des Geländes durch, eine bewährte Technik in der modernen Archäologie. Durch Messung des elektrischen Widerstands in der Erde können sie eine unterirdische Karte der darunterliegenden Bodenschichten anfertigen. Yes. What we're looking for is evidence for an early date. Wir suchen nach einem Beleg für die frühe Gewinnung dieser Blausteine. Und genau vor mir könnten wir das Gesuchte gefunden haben. We might have found it. Die Messungen weisen auf eine Struktur unter der Erde hin. Das ist wirklich aufregend. Ich stehe auf einem Einfriedungswall. Das könnte der ersehnte Durchbruch sein. Bestätigen lässt sich dies aber nur durch eine Grabung. Während die obere Bodenschicht abgetragen wird, kommen die Überreste einer Steinmauer und das Fundament eines Gebäudes zum Vorschein. Es ist ein aufregender Fund. Könnten die Blausteine von so besonderer Bedeutung für die damaligen Steinhauer gewesen sein, dass sie eine schützende Mauer um das Gelände zogen? Die Entdeckungen weisen alle auf prähistorische Aktivitäten hin. Liegt hier der Steinbruch, aus dem die Blausteine für Stonehenge kamen? Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir auf einer prähistorischen Umfriedung arbeiten und der Beweis hierfür bald erbracht werden kann. Die endgültige Bestätigung wird von der Radiokarbonmessung zur Altersbestimmung der gesammelten Bodenproben abhängen. Für die Archäologen bestehen jedoch kaum Zweifel. Unweit des Steinbruchs entdeckt Mike Pitts eine kleine Anordnung aus Blausteinbrocken. Handelt es sich hierbei vielleicht um einen frühen Prototyp für Stonehenge? Es ist verblüffend. Das ähnelt so sehr der runden Form von Stonehenge. Worin besteht die Verbindung zwischen Wales und der Salisbury-Ebene? Wer in Stonehenge ungefähr in die Richtung blickt, aus der diese Steine gekommen sind, sieht in die Richtung, in der die Sonne untergeht. In vielen Kulturen herrschte die Ansicht, dass die Sonne, die am Horizont verschwindet, in die Unterwelt abtaucht, in die Welt der Vorfahren und des Todes, indem Steine verwendet wurden, die fast menschliche Gestalt und Größe hatten, wurden gewissermaßen die Ahnengestalten von diesem magischen Ort geholt. Die Blausteine waren demnach mehr als nur bloße Felsbrocken. Für die Menschen von Stonehenge könnten sie die Seelen ihrer Ahnen verkörpert haben. Sie wurden über die riesige Entfernung von Wales in die Salisbury-Ebene transportiert und im inneren Kreis von Stonehenge platziert. Ein weiterer Beweis dafür, dass Stonehenge ein durchdachtes architektonisches Gebilde war, das einem erhabenen und komplexen Zweck diente. Die Steinzeitmenschen bewegten 89 dieser bis zu 4 Tonnen schweren Steine von den Preseli Mountains in die 385 Kilometer weit entfernte Salisbury-Ebene. Nur, wie haben sie das bewerkstelligt? Selbst wenn es ihnen gelungen sein sollte, die Brocken durch die walisischen Wälder zu transportieren, hätten sie immer noch den Bristol-Kanal, Großbritanniens größte Gezeitenmündung, überwinden müssen. 1937 wurden in North Ferriby im englischen Yorkshire im Schlamm des Flusses Humber die Reste eines 15 Meter langen Boots entdeckt, hergestellt aus Eichenstämmen, Eibenholz und Moos. Während der folgenden 30 Jahre wurden 2 weitere geborgen.
Ihr Alter wurde mit Radiokarbonmessungen auf ca. 1300 vor Christus bestimmt, lange nach Stonehenge also. Fortschritte in der Datierungstechnik bewiesen jedoch 2001, dass das älteste Boot 700 Jahre älter war, das heißt aus einer Zeit stammt, die nahe an der Errichtung von Stonehenge liegt. Könnte ein Boot wie dieses für den Transport der 4 Tonnen schweren Blausteine über die ungestümen Küstengewässer Großbritanniens benutzt worden sein? Ein Team von Schiffsingenieuren beschloss, eine Nachbildung zu bauen und damit einen Test durchzuführen. Sie spalteten eine Eiche mit bronzezeitlichen Werkzeugen und bearbeiteten sie zu Planken. Dann banden sie sie zusammen und schufen dieses prächtige, knapp 8 Meter lange Boot. All right, Andy. Yeah, it's all good this end. They're all clear here. Es ist zwar nur halb so groß wie das Original, aber exakt rekonstruiert bis ins kleinste Detail. 1, 2, 3, hopp! Die Arbeiten nahmen 1 Jahr in Anspruch und belegten, dass die ursprünglichen Bootsbauer keineswegs primitiv, sondern versierte und geschickte Techniker waren. Der Fund eines vielleicht prähistorischen Ruderblatts legt die Vermutung nahe, dass das Boot gerudert wurde und bei einer Länge von rund 15 Metern 18 Ruderern Platz bot. Auf dem halb so großen Nachbau können 2 Ruderer mit jeweils 2 Riemen die beachtliche Geschwindigkeit von 4,5 Knoten erreichen, etwa so schnell wie ein kleines Motorboot. Während der Rekonstruktion stieß das Team bei einem der ausgegrabenen Boote auf Halteklammern im Schiffsboden. Ein Hinweis darauf, dass Rudern nicht die einzige Art der Fortbewegung war. Es gibt 2 eindeutige Stellen in dem Boot, an denen ein Mast angebracht werden konnte, was darauf schließen lässt, dass es sich um ein Segelboot handelte. Segel machen das Boot erheblich schneller und lassen die Besatzung nicht ermüden, was die Reichweite erheblich vergrößert. Ohne Ruderer wäre mehr Platz für Ladung. Aber konnte das Boot tatsächlich schweres Gestein transportieren? Die Belastbarkeit für die Blausteine hätten sie gehabt. Ein Blaustein wiegt maximal 4 Tonnen und unser Boot hier besitzt eine Ladekapazität von mehr als 4 Tonnen. Mit Booten wie diesen könnten die Stonehenge-Erbauer die Blausteine auf dem Wasser von den Preseli Mountains zur Salisbury-Ebene transportiert haben. Eine mögliche Route könnte sie entlang der walisischen Küste und über den Bristol-Kanal geführt haben. Dann den Fluss Avon hinauf bis 3 Kilometer vor Stonehenge. In der Werkstatt in Oxfordshire sind inzwischen die meisten der Styroporsteine vorbereitet. Das Team steht nun vor der neuen Herausforderung, die rohen weißen Blöcke in etwas zu verwandeln, das wie Stein aussieht und sich auch so anfühlt. Die echten Steine besitzen eine charakteristische Form, Oberflächenbeschaffenheit und Farbe, die Claire Kinross, die künstlerische Leiterin des Projekts, detailgetreu nachbilden muss. 57, sie fährt nach Stonehenge, um einen genaueren Blick auf die Megalithe zu werfen. Einige wirken unbehauen und so, wie sie aus dem Boden abgetragen wurden. Andere scheinen durch Nachbearbeitung in ihre jetzige Form gebracht worden zu sein. Archäologen vermuten, dass jedes Paar der größeren Steine eine männliche und eine weibliche Form darstellt. Kinross hält minutiös die Form jedes Steins fest, damit das Team exakte Styroporkopien anfertigen kann. Auch die Farbe ist wichtig. Das dunkle Grau von heute ist nicht mehr die Farbe, die die Steine hatten, als sie neu waren. Moose, Flechten und das Wetter haben im Lauf von 4000 Jahren ihre Spuren hinterlassen. In der Werkstatt beginnt das Team derweil mit der Gestaltung der Styropor-Megalithe.
Sie greifen auf einen alten Trick zurück, den sie während ihrer jahrelangen Arbeit für Filmprojekte gelernt haben. Sie übertragen die Umrisse eines jeden Steins auf Acetatfilm und projizieren die Bilder auf die Seiten der Styroporblöcke. Dann zeichnen sie die Konturen nach und beginnen mit der Ausformung. Die Arbeit ist zeitaufwendig. Jeder Stein muss von Hand bearbeitet werden und alle sind unterschiedlich. 171 Steine müssen in weniger als 6 Wochen fertig sein. Die große Anzahl ist das Problem. Die ersten waren etwas knifflig, bis wir das richtige Gespür bekommen haben. Zu zweit schaffen wir 2 oder 3 pro Tag. Am schwierigsten ist der Nachbau der massiven Sarsensteine, die den äußeren Kreis von Stonehenge und die innere Hufeisenform bilden. Die Originalsteine stammen wahrscheinlich aus den Marlborough Downs in Wiltshire, 32 Kilometer von Stonehenge entfernt. Noch heute ragen sie aus dem Unterholz. Die Landschaft hat sich in 4000 Jahren kaum verändert. Die Wälder mit ihren befremdlichen riesigen Steinen sehen heute fast genauso aus wie zu prähistorischer Zeit. Es ist ein ganz besonderer Ort für mich, weil er mich in die Steinzeit zurückversetzt. In die Welt der Menschen, die in diese Hügellandschaft kamen und nach Sarsensteinen suchten, die sich als Megalithe eigneten. Mike Pitts ist überzeugt, dass die Menschen, die Stonehenge erbauten, diesen Steinen magische Eigenschaften zuschrieben. Diese dicht bewaldeten Gebiete mit ihren Steinen, fernab jeder Siedlung, waren vielleicht Orte, von denen Furcht ausging. Mit Sicherheit aber steckten sie voller Geschichten über Ahnen, Götter und Geister. Und den Steinen haftete daher etwas Geheimnisvolles und Mächtiges an. Manche von ihnen wurden so, wie sie waren, als fertige Megalithe aus dem Wald geholt und an anderen Kultstätten verwendet. Pitts glaubt auch, dass die Wahl der Steine nicht allein auf den zugeschriebenen magischen Kräften beruhte. Ihre Anordnung in Stonehenge folgt einem gewissen künstlerischen Entwurf. Einer Gesamtvision. Mindestens eine Person muss gewusst haben, wie Sarsenstein zu bearbeiten ist, die einen Felsbrocken nur anzusehen brauchte, um in ihm einen Stonehenge-Megalithen zu erkennen, so wie ein Bildhauer heute einen Gesteinsblock betrachtet. Sarsenstein ist hart, viel härter als Granit. Und obwohl die Felsen als natürliche geologische Phänomene vorkommen, mussten sie von den archaischen Steinmetzen erst noch modelliert werden. Ohne hochentwickelte Metallwerkzeuge konnte der Stein behauen werden, indem er mit einem anderen Stein bearbeitet wurde. Es gibt noch eine andere Art Sarsenstein, die härter als diese hier ist und in runder, ballähnlicher Form vorkommt. Bei Ausgrabungen in Stonehenge wurden mehrere solcher Steine gefunden, die ungefähr die Größe eines Fußballs besitzen und wirklich hart sind. Wird damit auf frisch geborgenen Sarsenstein geschlagen, dann wird er wesentlich leichter brechen. Soweit die Theorie. Einen Praxistest hat jedoch noch niemand unternommen. John Lloyds Familie arbeitet seit 7 Generationen mit hiesigem Gestein. Als erfahrener Steinmetz hat er Zweifel, dass primitive Menschen je Sarsenstein behauen haben könnten. Er ist schrecklich, wirklich unglaublich hart. Einfach nur ein großer Brocken aus irgendwas, der aus dem Nichts aufgetaucht und praktisch unzerstörbar ist. Um herauszufinden, wer nun recht hat, erfordert es ein praktisches archäologisches Experiment. Zuerst wird ein Bauer mit Feldern voll von Sarsensteinen ausfindig gemacht. Er ist einverstanden, einen davon aus dem Boden auszuheben. Mit einem frischen Sarsenstein zur Hand ist nun der entscheidende Moment gekommen. Zunächst kommen Carbonstahlwerkzeuge zum Einsatz.
It's just bouncing back, isn't it? It's just bouncing. If I do it with a punch. Die modernen Werkzeuge schlagen kaum eine Kerbe. Pitz dreht daher die Zeit 4000 Jahre zurück. Er hat eine Sammlung harter, runder Sarsensteinbrocken mitgebracht, wie jene, die in der Umgebung der Megalithe gefunden wurden. Es gibt hunderte davon in Stonehenge, dem einzigen Ort in Großbritannien, an dem sie zu finden sind. Es besteht also eine eindeutige Verbindung zwischen den behauenen Megalithen und diesen großen Steinbällen. Er glaubt, sie könnten an einen A-förmigen Rahmen gebunden worden sein. What I'm trying to do is hit it near to this edge here and see if I can knock off that corner. I'm going to put some goggles on. Es ist das erste Mal, dass ein derartiges Experiment unternommen wird. Give this a really big swing. Right in. Yeah. Das archaische Werkzeug funktioniert bestens. It's not bad for a start, is it? Well, I'm rather impressed, I must admit. And given the guys who built Stonehenge really knew what they were doing, that's not bad. Diese Technik mag zwar langsam sein, insbesondere an einem 7-Meter-Sarsenstein, aber anders als heute hatten die Menschen in der Steinzeit vor allem eines: Zeit. Nach Monaten mühevoller Kleinarbeit hat für die Stonehenge-Rekonstrukteure jetzt die Schlussphase begonnen. Die Styroporblöcke sind entsprechend den Originalsteinen zurechtgeschnitten. Jetzt fehlt ihnen nur noch die Farbe. Das Problem dabei ist, die ursprüngliche Farbe der Steine zu bestimmen. Witterungseinflüsse und Oberflächenwuchs aus mehreren tausend Jahren haben das Aussehen der Steine verändert. Mike Pitts hat einen Brocken frisch geborgenen Sarsenstein mitgebracht. Dessen Oberfläche liefert ein gänzlich anderes Bild. Das hier ist die frisch gebrochene Oberfläche. Und hier ist ein Stück des Originalfelsens. Sie sehen genau, wie es außen als schimmerndes Grau-Silber beginnt und dann weiter innen eine rosa Färbung annimmt. Dutzende Farbtafeln werden durchgesehen, um die Farbe neu anzupassen. Das Team vermischt 850 Liter dieser Farbe mit Strukturpartikeln, um den Kunststeinen eine wasserdichte Schicht und das Aussehen echter Felsen zu geben. Um das Aussehen des echten Stonehenge zu simulieren, müssen viele verschiedene Farbtöne aufgetragen werden. Es gibt keine Fotos, die heranzuziehen wären. Das hier ist alles. Das ist meine Vorlage für die Farbanmischung. Die echten Steine enthalten Kristalle, die das Licht reflektieren. Ein Effekt, der durch Beimengung von Metallpartikeln im letzten Anstrich nachgestellt wird. Zweieinhalb Monate haben die Arbeiten gedauert, aber jetzt nähern sich die Steine ihrer Vollendung. Die Schwierigkeiten, mit denen das Team zu kämpfen hatte, waren gering im Vergleich zu den Problemen ihrer steinzeitlichen Vorfahren. Wir waren erstaunt, wie lange wir trotz einfacher Materialien und günstiger Arbeitsumgebung gebraucht haben. Und die Menschen früher hatten nur Steinäxte und Steinmeißel, um die Steinblöcke zu behauen. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen sie wogen, aber es müssen etliche gewesen sein. Nachdem nun die Einzelteile für Stonehenge fertiggestellt sind, müssen sie noch zu ihrem 145 Kilometer entfernten Aufstellungsort transportiert werden. Per LKW wären 14 Fuhren erforderlich und jede davon würde einen Tag in Anspruch nehmen. So viel Zeit steht jedoch nicht zur Verfügung. Es ist ein logistischer Kraftakt. Wir haben fast 180 Steine zu transportieren. Rund 40 davon sind zwischen 4,80 Meter und 5,50 Meter hoch. Sie sind einfach riesig. Und genauso riesig waren sie auch vor 4000 Jahren, als die Baumeister der Steinzeit vor einem ähnlichen Dilemma standen. Sie mussten die Sarsensteine 32 Kilometer weit transportieren. Die größten wogen über 40 Tonnen. Dazu kam das unwegsame Gelände,
Eine Mischung aus Feuchtland, steilen Tälern und Waldgebiet. Wie gelang es ihnen, diese widrigen Bedingungen zu meistern? Auf der indonesischen Insel West-Sumba wird bis heute eine alte Technik für den Transport von Steinen angewendet. Die Menschen dort bauen Steingräber und richten dafür riesige Steinblöcke auf. Dies erfordert eine große gemeinschaftliche Anstrengung. Der Stein wird auf einen Schlitten gelegt und dann mit Seilen über hölzerne Walzen gezogen. Bis zu 600 Menschen sind nötig, um einen dieser Steine an einem Tag 100 Meter weit zu transportieren. In Stonehenge konnte vermutlich nicht auf diese Methode zurückgegriffen werden. Schätzungen gehen von insgesamt nur 300.000 Menschen aus, die zu jener Zeit verstreut über die britischen Inseln lebten. Es dürfte schwierig gewesen sein, die nötige Anzahl Menschen für eine solche Unternehmung zusammenzubekommen. Inzwischen scheint sich eine andere Theorie durchzusetzen. In der englischen Grafschaft Derbyshire werden Vorbereitungen für ein bahnbrechendes Experiment getroffen. Kein Archäologe, auch kein Ingenieur. Es ist ein Zimmermann, der zu wissen glaubt, wie die Menschen damals die Steine fortbewegten. Und er will seine Theorie in einem Versuch beweisen. So viele Leute haben mir gesagt, ich rede Unsinn. Wenn wir das heute gut hinkriegen, werden die Archäologen einiges haben, über das sie nachdenken können. Die Methode basiert auf der Hebelkraft. Je nach Länge des Hebels kann ein Mensch damit das Vielfache seines eigenen Körpergewichts anheben. Zunächst wird ein Stein auf einen riesigen Schlitten gelegt. Mit Hilfe von Baumstämmen als Hebel kann eine kleine Gruppe den Stein anheben, dann die Hebel schwenken, einen Schritt nach hinten treten und das Ganze nach vorne drücken, wie beim Rudern. Aber wird es funktionieren? Eine Gruppe Freiwilliger hat sich versammelt, um sich als Steinruderer zu versuchen. Ein echter Megalith steht nicht zur Verfügung und so nehmen sie stattdessen einen massiven Betonblock, dessen 12 Tonnen ungefähr dem Gewicht eines Decksteins von Stonehenge entsprechen. Als ich das Ding heute Morgen sah, dachte ich, wie sollen wir das nur bewegen? Ich hoffe, dass Gordons Berechnungen auch wirklich stimmen. Selbst mit der Technik des 21. Jahrhunderts braucht es mehr Zeit, den massiven Block von dem LKW zu laden und in Position zu bringen, als ursprünglich geplant. Fast eine Stunde hinter der Zeit. Die Technik scheint simpel, ihre Umsetzung aber unerwartet schwierig. Das Problem ist, dass die Hebel unter den Stein rutschen und sich im Boden verhaken. Eine technische Änderung ist vonnöten. Peitz schlägt Kerben in die Enden der Stämme und hofft, dass sie so nicht mehr abrutschen. Ready? One, two, three, lift. Right down to knee height. Right, while you've got it there, just come step forward one pace. It's moving. Absolutely. Fantastic. We'll pull a little marker down, see how far we get, I think, to lift. It won't be far, but we can measure that. Right, we're going again. Yeah. All right. Get your weight to the end of the levers. Walk forward. Stop. Rest it. Und die insgesamt geschaffte Strecke? 38 inches. Nächstes Mal schaffen wir das in einer Viertelstunde, anstatt den ganzen Tag hier herumzupfuschen. Und so ist es. Pipes rekrutiert weitere Helfer, sodass vier weitere Hebel auf jeder Seite hinzugefügt werden können. Everybody ready? Raise! Row.
Innerhalb von Minuten wird die alte Steinzeittechnik beherrscht. Das Unternehmen läuft wie eine gut geölte Steinzeitmaschine. Das Resultat ist erstaunlich. Okay, let's have another measurement. So how far is that, Simon? 23 feet 7. Wow, 23 feet 7, guys! Berechnungen zufolge hätten 32 Personen mit dieser Methode mindestens 3 Monate benötigt, um einen Stein dieser Größe die 32 Kilometer nach Stonehenge zu transportieren. Damit mag eine Frage beantwortet sein. Gleichzeitig stellt sich aber eine neue. Wie waren die damaligen Baumeister in der Lage, die Steine aufzurichten und die gewaltigen Decksteine auf die vertikalen Steine zu heben? In der Werkstatthalle in Oxfordshire ist die Rekonstruktion von Stonehenge nach 3 Monaten intensiver Arbeit fast fertig. Wenn ich die vielen dicht an dicht stehenden Steine sehe, wird das schon recht spektakulär. Draußen wird es fantastisch aussehen. Der Aufstellungsort liegt über 145 Kilometer von der Werkstatt entfernt in der Nähe des echten Stonehenge. Um die Styroporsteine über die Straße zu transportieren, wären viele Lkw-Fahrten nötig. Angesichts von nur noch 2 Wochen bis zur Sommersonnenwende würde dies kostbare Zeit kosten. Es gibt Schienen, die bis direkt in die Werkstatt führen. Normalerweise wird darauf militärisches Gerät befördert. Aber das britische Verteidigungsministerium gestattet dem Team den Transport der Steine per Bahn zum Aufstellungsort. Wir haben 4 ladebereite Waggons und 20 weitere sollen noch kommen. In manchen davon wird nur ein Stein transportiert werden. Allein das Beladen nimmt 5 Tage in Anspruch. Bei schnellerem Einladen bestände das Risiko, die aufwendig angefertigten Steine zu beschädigen. Noch 9 Tage bis zur Sommersonnenwende. Aber schließlich ist der Stonehenge Express auf den Weg gebracht. Die Reise führt 112 Kilometer nach Süden zu einem Militärbahnhof in der Nähe von Stonehenge. Der Zug wird von einer Lkw-Flotte erwartet, die die Steine zum nahen Aufstellungsort in der Salisbury-Ebene, 16 Kilometer von Stonehenge entfernt, bringt. Der Ort ist ideal, um die Sommersonnenwende wie vor 4000 Jahren zu erleben. Er liegt am Rand einer Anhöhe, die freie Sicht nach Nordosten auf den Horizont bietet, wo die Sonne aufgehen wird. Es bleibt jetzt nur noch eine gute Woche, um dieses Riesenpuzzle zusammenzusetzen worden waren. Aus dem Wissen der archäologischen Studien mehrerer 100 Jahre versucht Pitts, alle verfügbaren Daten zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Er muss herausfinden, wo die Steine vor 4000 Jahren tatsächlich standen. Viele sind nicht mehr da. Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Er will versuchen, die genaue Position der fehlenden Steine mit Hilfe von Luftaufnahmen zu bestimmen. Auf ihnen sind die Vertiefungen und Narben zu erkennen, die den Steinen als Stützen gedient haben könnten. Aus der Luft lässt sich die Struktur von Stonehenge viel leichter erkennen. Der nordöstliche Bereich ist relativ gut erhalten, im westlichen und südlichen dagegen klaffen große Lücken und es ist kein einziger Deckstein mehr an seinem Platz. Nach und nach setzt er ein fast vollständiges Bild von Stonehenge zusammen. Der älteste Teil der Anlage entstand ca. 3000 vor Christus, 300 Jahre bevor die Ägypter die Pyramiden erbauten. Er bestand aus einem kreisförmigen Erdwall und einem Graben. Die frühen Baumeister gruben 56 Löcher, die vielleicht Holzpfeilern als Verankerung gedient haben könnten. Während der folgenden Jahrhunderte kamen weitere Pfeiler hinzu. 500 Jahre später wurden die Holzpfeiler durch Steine ersetzt.
Etwa um 2400 vor Christus wurden sämtliche Steine entfernt und durch wesentlich größere Blöcke ersetzt, auf die flache Decksteine gesetzt wurden. Im Inneren der Kreisanlage wurden die originalen kleineren Steine wieder aufgerichtet. Drei große Steine markieren den Nordosteingang. Stonehenge ist ein Meisterwerk, was Architektur und Bautechnik betrifft. Die einzige Möglichkeit, sich dies noch einmal vor Augen zu führen, besteht in der Rekonstruktion der ursprünglichen Anlage. Das hat bisher noch niemand versucht. Ich denke, dass wir es mehr oder weniger korrekt hinbekommen haben. Ich sage bewusst mehr oder weniger, weil ich weiß, dass es ein, zwei Steine gibt, über die die Stonehenge-Experten bestimmt streiten werden. Stonehenge entstand in einem Zeitraum von über 1000 Jahren. Dem Team stehen nur 3 Monate zur Verfügung, soll der Bau bis zur Sommersonnenwende an Ort und Stelle stehen. Steine müssen angefertigt werden. Dafür werden 8500 riesige Styroporplatten, 180 Kartonröhren, fast 1400 Liter Farbe und 60 Liter Leim benötigt. Erst jetzt wird das Ausmaß dieses Mammutprojekts deutlich. Jeder Turm mit Vertikal- und Querstein misst knapp 5 Meter und es müssen noch 29 weitere angefertigt werden. Die enorme Größe der Steine verkörpert eines der am längsten gehüteten Geheimnisse von Stonehenge. In der näheren Umgebung der Anlage gibt es keine Steine solchen Ausmaßes. Woher sie stammen und wie sie hierher kamen, hat Archäologen jahrhundertelang rätseln lassen. Jetzt glauben die Forscher, eine Antwort gefunden zu haben. Auf den ersten Blick sehen alle Steine von Stonehenge gleich aus. Tatsächlich jedoch wurden 2 gänzlich unterschiedliche Gesteinsarten verwendet, aber niemand weiß genau warum. Die größten bestehen aus Sarsenstein, einem extrem harten Sandstein. Die ältesten Steine sind die kleineren, freistehenden Steine. Sie sind zwischen gut einem und knapp 2,50 Meter hoch und werden als Blausteine bezeichnet. Geologische Untersuchungen zeigen, dass Blaustein aus geflecktem Dolerit besteht, einem vulkanischen Gestein, das so selten ist, dass es nur an einem Ort in Großbritannien zu finden ist. 385 Kilometer westlich von Stonehenge in den Preseli Mountains in Südwales. Aber was macht diese Steine so besonders? Und wie wurden sie über eine solch große Entfernung transportiert? Mike Pitts, der Archäologe, der den Aufbau der Stonehenge-Kopie koordiniert, sieht sich vor Ort um und trifft auf ein Archäologenteam, das in dem Gebiet Ausgrabungen durchführt. Nice and tops all the time. Nice and fresh, isn't it? It is pretty fresh. I see dirt. Yeah, you're digging. Die Archäologen Geoff Wainwright und Tim Darvill vermessen das Gebiet seit 3 Jahren und haben inzwischen etwa 12.000 Arbeitsstunden mit der Erfassung seiner Merkmale verbracht. Sie sind überzeugt, jene Hügelkuppe lokalisiert zu haben, von der die Blausteine abgetragen wurden. Wenn sie Spuren steinzeitlicher Aktivitäten finden, können sie beweisen, dass dies der Ort ist, von dem die Steine stammen. Der Beweis, nach dem sie suchen, liegt unter der Erde. Zunächst führen sie jedoch eine geologische Vermessung des Geländes durch, eine bewährte Technik in der modernen Archäologie. Durch Messung des elektrischen Widerstands in der Erde können sie eine unterirdische Karte der darunterliegenden Bodenschichten anfertigen. Yes. Selbst mit der Technik des 21. Jahrhunderts braucht es mehr Zeit, den massiven Block von dem LKW zu laden und in Position zu bringen, als ursprünglich geplant. Fast eine Stunde hinter der Zeit. Full face downhill. Right, when you're ready, this side first slightly, press down. This side, down. Die Technik scheint simpel, ihre Umsetzung aber unerwartet schwierig. Down. All the way down.
Das Problem ist, dass die Hebel unter den Stein rutschen und sich im Boden verhaken. Eine technische Änderung ist vonnöten. Peitz schlägt Kerben in die Enden der Stämme und hofft, dass sie so nicht mehr abrutschen. Ready? One, two, three, lift. Right down to knee height. Right, while you've got it there, just come step forward one pace. Keep moving. Absolutely. Fantastic. We'll pull a little marker down, see how far we get, I think, to lift. It won't be far, but we can measure that. Are we going again? Yeah. All right. Get your weight to the end of the levers. Walk forward. Stop. Rest it. Und die insgesamt geschaffte Strecke? 38 inches. Nächstes Mal schaffen wir das in einer Viertelstunde, anstatt den ganzen Tag hier herumzupfuschen. Und so ist es. Pipes rekrutiert weitere Helfer, sodass vier weitere Hebel auf jeder Seite hinzugefügt werden können. Everybody ready? Raise! Innerhalb von Minuten wird die alte Steinzeittechnik beherrscht. Das Unternehmen läuft wie eine gut geölte Steinzeitmaschine. Das Resultat ist erstaunlich. Okay, let's have another measurement. So how far is that, Simon? 23 feet 7. Wow, 23 feet 7! Doch könnte den Schlüssel zu all den Geheimnissen liefern. Der Archäologe Mike Pitts hat sich ausführlich mit diesen Fragen beschäftigt. Fast drei Jahrzehnte Forschung und zahlreiche Ausgrabungen haben ihn zu einem weltweit anerkannten Stonehenge-Experten gemacht. Jetzt will er dem Geheimnis der Steine mit einem völlig neuen Ansatz auf die Spur kommen. Das Bemerkenswerte an uns Archäologen und Stonehenge ist, dass wir Stunden und Tage, sogar Jahre damit zubringen, über die kleinsten Details zu debattieren und uns nur selten über die ursprüngliche Form der Anlage und die genaue Technik, mit der sie errichtet wurde, Gedanken machen. Pitts wird ein riesiges Projekt beaufsichtigen, das Stonehenge genauso nachbauen will, wie es vor 4000 Jahren aussah. Ein absolutes Novum in der modernen Archäologie. Mit dem Nachbau hofft er, in die Köpfe der prähistorischen Erbauer blicken und herausfinden zu können, wie und warum Stonehenge errichtet wurde. Er möchte, dass auch andere Archäologen das fertiggestellte Monument einer genauen Prüfung unterziehen. Sie werden den Nachbau als riesiges Labor für einzigartige Experimente nutzen. Die wichtigsten davon können nur am Tag der Sommersonnenwende stattfinden. In gewisser Weise werden wir etwas sehen und erfahren, was seit 4000 Jahren niemand mehr erlebt hat. Die Nachbildung eines so komplexen Monuments wie Stonehenge erfordert einen Baumeister, der dieser Herausforderung gewachsen ist. Dies ist der Sitz von Crawley Creatures, einer preisgekrönten Werkstatt für Spezialeffekte. Die Designer sind auf Absonderliche spezialisiert. Von Werwölfen bis hin zu riesigen Meeresmonstern. Doch mit einem Bauwerk dieser Größenordnung hatten auch sie noch nichts zu tun.
Wir haben schon viele verrückte Dinge gemacht und jetzt sollen wir Stonehenge nachbauen. Und zwar 1:1, kein Modell, sondern eine Kopie in Originalgröße. Das wird riesig. Der Nachbau von Stonehenge ist nicht die einzige Herausforderung. Es muss auch ein Ort gefunden werden, der dafür als Werkstatt genutzt werden kann. Das gigantische Bauwerk hat einen Durchmesser von 30 Metern und ist mehr als 7 Meter hoch. Überall im Land wird nach einem überdachten Raum gesucht, der groß genug ist für dieses Megaprojekt. Dort bauen Steingräber und richten dafür riesige Steinblöcke auf. Dies erfordert eine große gemeinschaftliche Anstrengung. Der Stein wird auf einen Schlitten gelegt und dann mit Seilen über hölzerne Walzen gezogen. Bis zu 600 Menschen sind nötig, um einen dieser Steine an einem Tag 100 Meter weit zu transportieren. In Stonehenge konnte vermutlich nicht auf diese Methode zurückgegriffen werden. Schätzungen gehen von insgesamt nur 300.000 Menschen aus, die zu jener Zeit verstreut über die britischen Inseln lebten. Es dürfte schwierig gewesen sein, die nötige Anzahl Menschen für eine solche Unternehmung zusammenzubekommen. Inzwischen scheint sich eine andere Theorie durchzusetzen. In der englischen Grafschaft Derbyshire werden Vorbereitungen für ein bahnbrechendes Experiment getroffen. Kein Archäologe, auch kein Ingenieur. Es ist ein Zimmermann, der zu wissen glaubt, wie die Menschen damals die Steine fortbewegten. Und er will seine Theorie in einem Versuch beweisen. So viele Leute haben mir gesagt, ich rede Unsinn. Wenn wir das heute gut hinkriegen, werden die Archäologen einiges haben, über das sie nachdenken können. Die Methode basiert auf der Hebelkraft. Je nach Länge des Hebels kann ein Mensch damit das Vielfache seines eigenen Körpergewichts anheben. Zunächst wird ein Stein auf einen riesigen Schlitten gelegt. Mit Hilfe von Baumstämmen als Hebel kann eine kleine Gruppe den Stein anheben, dann die Hebel schwenken, einen Schritt nach hinten treten und das Ganze nach vorne drücken, wie beim Rudern. Aber wird es funktionieren? Eine Gruppe Freiwilliger hat sich versammelt, um sich als Steinruderer zu versuchen. Ein echter Megalith steht nicht zur Verfügung und so nehmen sie stattdessen einen massiven Betonblock, dessen 12 Tonnen ungefähr dem Gewicht eines Decksteins von Stonehenge entsprechen. Als ich das Ding heute Morgen sah, dachte ich, wie sollen wir das nur bewegen? Ich hoffe, dass Gordons Berechnungen auch wirklich stimmen. Selbst mit der Technik des 21. Jahrhunderts braucht es mehr Zeit, den massiven Block von dem LKW zu laden und in Position zu bringen, als ursprünglich geplant. Fast eine Stunde hinter der Zeit. Die Technik scheint simpel, ihre Umsetzung aber unerwartet schwierig. Das Problem ist, dass die Hebel unter den Stein rutschen und sich im Boden verhaken. Eine technische Änderung ist vonnöten. Pites schlägt Kerben in die Enden der Stämme und hofft, dass sie so nicht mehr abrutschen. Gleichzeitig stellt sich aber eine neue. Wie waren die damaligen Baumeister in der Lage, die Steine aufzurichten und die gewaltigen Decksteine auf die vertikalen Steine zu heben? In der Werkstatthalle in Oxfordshire ist die Rekonstruktion von Stonehenge nach 3 Monaten intensiver Arbeit fast fertig. Wenn ich die vielen dicht an dicht stehenden Steine sehe, wirkt das schon recht spektakulär. Draußen wird es fantastisch aussehen. Der Aufstellungsort liegt über 145 Kilometer von der Werkstatt entfernt in der Nähe des echten Stonehenge. Um die Styroporsteine über die Straße zu transportieren, wären viele Lkw-Fahrten nötig. Angesichts von nur noch 2 Wochen bis zur Sommersonnenwende würde dies kostbare Zeit kosten. Es gibt Schienen, die bis direkt in die Werkstatt führen. Normalerweise wird darauf militärisches Gerät befördert. Aber das britische Verteidigungsministerium gestattet dem Team den Transport der Steine per Bahn zum Aufstellungsort.
Wir haben 4 ladebereite Waggons und 20 weitere sollen noch kommen. In manchen davon wird nur ein Stein transportiert werden. Allein das Beladen nimmt 5 Tage in Anspruch. Bei schnellerem Einladen bestände das Risiko, die aufwendig angefertigten Steine zu beschädigen. Noch 9 Tage bis zur Sommersonnenwende. Aber schließlich ist der Stonehenge Express auf den Weg gebracht. Die Reise führt 112 Kilometer nach Süden zu einem Militärbahnhof in der Nähe von Stonehenge. Der Zug wird von einer LKW-Flotte erwartet, die die Steine zum nahen Aufstellungsort in der Salisbury-Ebene, 16 Kilometer von Stonehenge entfernt, bringt. Der Ort ist ideal, um die Sommersonnenwende wie vor 4000 Jahren zu erleben. Er liegt am Rand einer Anhöhe, die freie Sicht nach Nordosten auf den Horizont bietet, wo die Sonne aufgehen wird. Es bleibt jetzt nur noch eine gute Woche, um dieses Riesenpuzzle zusammenzusetzen. Das Aufrichten der Steine erfordert eine wissenschaftliche Herangehensweise. Damit die Archäologen ihre Experimente durchführen können, müssen sie exakt die Technik bewiesen jedoch 2001, dass das älteste Boot 700 Jahre älter war. Das heißt, aus einer Zeit stammt, die nahe an der Errichtung von Stonehenge liegt. Könnte ein Boot wie dieses für den Transport der 4 Tonnen schweren Blausteine über die ungestümen Küstengewässer Großbritanniens benutzt worden sein? Ein Team von Schiffsingenieuren beschloss, eine Nachbildung zu bauen und damit einen Test durchzuführen. Sie spalteten eine Eiche mit bronzezeitlichen Werkzeugen und bearbeiteten sie zu Planken. Dann banden sie sie zusammen und schufen dieses prächtige, knapp 8 Meter lange Boot. All right, Andy. They're all clear here. Es ist zwar nur halb so groß wie das Original, aber exakt rekonstruiert bis ins kleinste Detail. 1, 2, 3, hopp! Die Arbeiten nahmen 1 Jahr in Anspruch und belegten, dass die ursprünglichen Bootsbauer keineswegs primitiv, sondern versierte und geschickte Techniker waren. Der Fund eines vielleicht prähistorischen Ruderblatts legt die Vermutung nahe, dass das Boot gerudert wurde und bei einer Länge von rund 15 Metern 18 Ruderern Platz bot. Auf dem halb so großen Nachbau können 2 Ruderer mit jeweils 2 Riemen die beachtliche Geschwindigkeit von 4,5 Knoten erreichen, etwa so schnell wie ein kleines Motorboot. Während der Rekonstruktion stieß das Team bei einem der ausgegrabenen Boote auf Halteklammern im Schiffsboden. Ein Hinweis darauf, dass Rudern nicht die einzige Art der Fortbewegung war. Es gibt 2 eindeutige Stellen in dem Boot, an denen ein Mast angebracht werden konnte, was darauf schließen lässt, dass es sich um ein Segelboot handelte. Segel machen das Boot erheblich schneller und lassen die Besatzung nicht ermüden, was die Reichweite erheblich vergrößert. Ohne Ruderer wäre mehr Platz für Ladung. Aber konnte das Boot tatsächlich schweres Gestein transportieren? Die Belastbarkeit für die Blausteine hätten sie gehabt. Ein Blaustein wiegt maximal 4 Tonnen und unser Boot hier besitzt eine Ladekapazität von mehr als 4 Tonnen. Mit Booten wie diesen könnten die Stonehenge-Erbauer die Blausteine auf dem Wasser von den Preseli Mountains zur Salisbury-Ebene transportiert haben. Eine mögliche Route könnte sie entlang der walisischen Küste und über den Bristol-Kanal geführt haben, dann den Fluss Avon hinauf bis 3 Kilometer vor Stonehenge. Innerhalb von Minuten wird die alte Steinzeittechnik beherrscht.
Das Unternehmen läuft wie eine gut geölte Steinzeitmaschine. Das Resultat ist erstaunlich. Okay, let's have another measurement. So how far is that, Simon? 23 feet 7. Wow, 23 feet 7, guys! Berechnungen zufolge hätten 32 Personen mit dieser Methode mindestens 3 Monate benötigt, um einen Stein dieser Größe die 32 Kilometer nach Stonehenge zu transportieren. Damit mag eine Frage beantwortet sein. Gleichzeitig stellt sich aber eine neue. Wie waren die damaligen Baumeister in der Lage, die Steine aufzurichten und die gewaltigen Decksteine auf die vertikalen Steine zu heben? In der Werkstatthalle in Oxfordshire ist die Rekonstruktion von Stonehenge nach 3 Monaten intensiver Arbeit fast fertig. Wenn ich die vielen dicht an dicht stehenden Steine sehe, wirkt das schon recht spektakulär. Draußen wird es fantastisch aussehen. Der Aufstellungsort liegt über 145 Kilometer von der Werkstatt entfernt in der Nähe des echten Stonehenge. Um die Styroporsteine über die Straße zu transportieren, wären viele Lkw-Fahrten nötig. Angesichts von nur noch 2 Wochen bis zur Sommersonnenwende würde dies kostbare Zeit kosten. Es gibt Schienen, die bis direkt in die Werkstatt führen. Normalerweise wird darauf militärisches Gerät befördert. Aber das britische Verteidigungsministerium gestattet dem Team den Transport der Steine per Bahn zum Aufstellungsort. Wir haben 4 ladebereite Waggons und 20 weitere sollen noch kommen. In manchen davon wird nur ein Stein transportiert werden. Allein das Beladen nimmt 5 Tage in Anspruch. Bei schnellerem Einladen bestände das Risiko, die aufwendig angefertigten Steine zu beschädigen. Noch 9 Tage bis zur Sommersonnenwende. Aber schließlich ist der Stonehenge Express auf den Weg gebracht. Aus dem Wissen der archäologischen Studien mehrerer 100 Jahre versucht Pitts, alle verfügbaren Daten zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Er muss herausfinden, wo die Steine vor 4000 Jahren tatsächlich standen. Viele sind nicht mehr da. Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Er will versuchen, die genaue Position der fehlenden Steine mit Hilfe von Luftaufnahmen zu bestimmen. Auf ihnen sind die Vertiefungen und Narben zu erkennen, die den Steinen als Stützen gedient haben könnten. Aus der Luft lässt sich die Struktur von Stonehenge viel leichter erkennen. Der nordöstliche Bereich ist relativ gut erhalten. Im westlichen und südlichen dagegen klaffen große Lücken. Und es ist kein einziger Deckstein mehr an seinem Platz. Nach und nach setzt er ein fast vollständiges Bild von Stonehenge zusammen. Der älteste Teil der Anlage entstand ca. 3000 vor Christus, 300 Jahre bevor die Ägypter die Pyramiden erbauten. Er bestand aus einem kreisförmigen Erdwall und einem Graben. Die frühen Baumeister gruben 56 Löcher, die vielleicht Holzpfeilern als Verankerung gedient haben könnten. Während der folgenden Jahrhunderte kamen weitere Pfeiler hinzu. 500 Jahre später wurden die Holzpfeiler durch Steine ersetzt. Etwa um 2400 vor Christus wurden sämtliche Steine entfernt und durch wesentlich größere Blöcke ersetzt, auf die flache Decksteine gesetzt wurden. Im Inneren der Kreisanlage wurden die originalen kleineren Steine wieder aufgerichtet. 3 große Steine markieren den Nordosteingang. Stonehenge ist ein Meisterwerk, was Architektur und Bautechnik betrifft. Die einzige Möglichkeit, sich dies noch einmal vor Augen zu führen, besteht in der Rekonstruktion der ursprünglichen Anlage. Das hat bisher noch niemand versucht. Ich denke, dass wir es mehr oder weniger korrekt hinbekommen haben. Ich sage bewusst mehr oder weniger, weil ich weiß, dass es 1, 2 Steine gibt, über die die Stonehenge-Experten bestimmt streiten werden.
Stonehenge entstand in einem Zeitraum von über 1000 Jahren. Dem Team stehen nur 3 Monate zur Verfügung, soll der Bau bis zur Sommersonnenwende an Ort und Stelle stehen. Okay. 171 Steine müssen angefertigt werden. Dafür werden 8500 riesige Styroporplatten, 180 Kartonröhren, fast 1400 Liter Farbe und 60 Liter Leim benötigt. Mein Eindruck ist, dass es sehr schwer ist, nach draußen zu sehen. Und von außerhalb ist es extrem schwierig, hineinzusehen. Da die Konstruktion der Anlage anscheinend bestimmte Menschen einbezog und andere ausschloss, liegt die Vermutung nahe, dass es sich nicht einfach nur um eine monumentale Skulptur handelt. Plötzlich erkenne ich, ja, das ist ein Gebäude. Und ich frage mich, womit hat die Anlage Ähnlichkeit? Ähnelt es einer Kirche? Ich denke, Stonehenge war eine Art Theater, ein religiöses Theater, mit religiösen Zeremonien. Und sein Zweck war, die Autorität der Mächtigen in der Gemeinschaft zu festigen. Nach Pryor besaß Stonehenge verschiedene, klar voneinander abgetrennte Zonen. Einen äußeren Bereich hinter den Steinen, einen Zwischenbereich zwischen diesen Steinen und dem Kreis und schließlich das Innere des Steinkreises selbst. In dieser Aufteilung spiegelt sich meiner Meinung nach die gesellschaftliche Hierarchie, wobei sich die am höchsten Stehenden in der Mitte und die am niedrigsten Stehenden außen befanden. Das Faszinierende daran ist, dass die Menge außerhalb der Steine nicht wirklich sehen konnte, was im Inneren vor sich ging. Sie werden wahrscheinlich etwas gehört, Flammen gesehen haben und sich etwas sehr Mysteriöses und Magisches ausgemalt haben, das im Inneren ablief. Aber was fand tatsächlich statt? Aaron Watson ist Akustikarchäologe. Er untersucht die Bedeutung von Tönen in frühgeschichtlichen Bauwerken. Es war ein Steinkreis in Schottland, in dessen Innern ich zum Teil sehr eigentümliche Echos bemerkte. Die Töne wurden von einzelnen Steinen zurückgeworfen und es entstand ein bizarrer Raumklang. Ich dachte, wenn ich das schon merkwürdig und verblüffend finde, wie müssen dann erst die Menschen vor über 4000 Jahren diese Klänge empfunden haben? In umfangreichen Experimenten hat er auch Stonehenge untersucht. Das Auffälligste und für mich die größte Überraschung war, obwohl große Bereiche der Anlage nicht mehr vorhanden oder... Auf dem halb so großen Nachbau können 2 Ruderer mit jeweils 2 Riemen die beachtliche Geschwindigkeit von 4,5 Knoten erreichen, etwa so schnell wie ein kleines Motorboot. Während der Rekonstruktion stieß das Team bei einem der ausgegrabenen Boote auf Halteklammern im Schiffsboden. Ein Hinweis darauf, dass Rudern nicht die einzige Art der Fortbewegung war. Es gibt 2 eindeutige Stellen in dem Boot, an denen ein Mast angebracht werden konnte, was darauf schließen lässt, dass es sich um ein Segelboot handelte. Segel machen das Boot erheblich schneller und lassen die Besatzung nicht ermüden, was die Reichweite erheblich vergrößert. Ohne Ruderer wäre mehr Platz für Ladung. Aber konnte das Boot tatsächlich schweres Gestein transportieren? Die Belastbarkeit für die Blausteine hätten sie gehabt. Ein Blaustein wiegt maximal 4 Tonnen und unser Boot hier besitzt eine Ladekapazität von mehr als 4 Tonnen. Musik
Mit Booten wie diesen könnten die Stonehenge-Erbauer die Blausteine auf dem Wasser von den Preseli Mountains zur Salisbury-Ebene transportiert haben. Eine mögliche Route könnte sie entlang der walisischen Küste und über den Bristol-Kanal geführt haben, dann den Fluss Avon hinauf bis 3 Kilometer vor Stonehenge. In der Werkstatt in Oxfordshire sind inzwischen die meisten der Styroporsteine vorbereitet. Das Team steht nun vor der neuen Herausforderung, die rohen weißen Blöcke in etwas zu verwandeln, das wie Stein aussieht und sich auch so anfühlt. Die echten Steine besitzen eine charakteristische Form, Oberflächenbeschaffenheit und Farbe, die Claire Kinross, die künstlerische Leiterin des Projekts, detailgetreu nachbilden muss. Sie fährt nach Stonehenge, um einen genaueren Blick auf die Megalithe zu werfen. Einige wirken unbehauen und so, wie sie aus dem Boden abgetragen wurden. Andere scheinen durch Nachbearbeitung in ihre jetzige Form gebracht worden zu sein. Archäologen vermuten, dass jedes Paar der größeren Steine eine männliche und eine weibliche Form darstellt. Kinross hält minutiös die Form jedes Steins fest, damit das Team exakte Styroporkopien anfertigen kann. Auch die Farbe ist wichtig. Das dunkle Grau von heute ist immens. So viel Zeit steht jedoch nicht zur Verfügung. Es ist ein logistischer Kraftakt. Wir haben fast 180 Steine zu transportieren. Rund 40 davon sind zwischen 4,80 Meter und 5,50 Meter hoch. Sie sind einfach riesig. Und genauso riesig waren sie auch vor 4000 Jahren, als die Baumeister der Steinzeit vor einem ähnlichen Dilemma standen. Sie mussten die Sarsensteine 32 Kilometer weit transportieren. Die größten wogen über 40 Tonnen. Dazu kam das unwegsame Gelände, eine Mischung aus Feuchtland, steilen Tälern und Waldgebiet. Wie gelang es ihnen, diese widrigen Bedingungen zu meistern? Auf der indonesischen Insel West-Sumba wird bis heute eine alte Technik für den Transport von Steinen angewendet. Die Menschen dort bauen Steingräber und richten dafür riesige Steinblöcke auf. Dies erfordert eine große gemeinschaftliche Anstrengung. Der Stein wird auf einen Schlitten gelegt und dann mit Seilen über hölzerne Walzen gezogen. Bis zu 600 Menschen sind nötig, um einen dieser Steine an einem Tag 100 Meter weit zu transportieren. In Stonehenge konnte vermutlich nicht auf diese Methode zurückgegriffen werden. Schätzungen gehen von insgesamt nur 300.000 Menschen aus, die zu jener Zeit verstreut über die britischen Inseln lebten. Es dürfte schwierig gewesen sein, die nötige Anzahl Menschen für eine solche Unternehmung zusammenzubekommen. Inzwischen scheint sich eine andere Theorie durchzusetzen. In der englischen Grafschaft Derbyshire werden Vorbereitungen für ein bahnbrechendes Experiment getroffen. Kein Archäologe, auch kein Ingenieur. Es ist ein Zimmermann, der zu wissen glaubt, wie die Menschen damals die Steine fortbewegten. Und er will seine Theorie in einem Versuch beweisen. So viele Leute haben mir gesagt, ich rede Unsinn. Wenn wir das heute gut hinkriegen, werden die Archäologen einiges haben, über das sie nachdenken können. Die Methode basiert auf der Hebelkraft. Je nach Länge des Hebels kann ein Mensch damit das Vielfache seines eigenen Körpergewichts anheben. Zunächst wird ein Stein auf einen riesigen Schlitten gelegt. Mit Hilfe von Baumstämmen als Hebel kann eine kleine Gruppe den Stein anheben, dann die Hebel schwenken, einen Schritt nach hinten treten und das Ganze nach vorne drücken, wie beim Rudern. Aber wird es funktionieren? Eine Gruppe Freiwilliger hat sich versammelt, um sich als Steinruderer zu versuchen. Ein echter Megalith steht nicht zur Verfügung und so nehmen sie stattdessen einen massiven Betonblock, dessen 12 Tonnen ungefähr dem Gewicht eines Decksteins von Stonehenge entsprechen. Als ich das Ding heute Morgen sah, dachte ich, wie sollen wir das nur im Boden verhaken? Eine technische Änderung ist vonnöten. Peitz schlägt Kerben in die Enden der Stämme und hofft, dass sie so nicht mehr abrutschen. Ready? 1, 2, 3, lift! Right down to knee height.
Right, while you've got it there, just come step forward one pace. It's moving. Well done, Gordon. Absolutely. Fantastic. We'll put a little marker down, see how far we get, I think, for this. It won't be far, but we can measure that. Are we going again? Yeah. All right. Get your weight to the end of the levers. Walk forward. Stop. Rest it. Und die insgesamt geschaffte Strecke? 38 inches. Nächstes Mal schaffen wir das in einer Viertelstunde, anstatt den ganzen Tag hier herumzupfuschen. Und so ist es. Pipes rekrutiert weitere Helfer, sodass vier weitere Hebel auf jeder Seite hinzugefügt werden können. Everybody ready? Raise! Innerhalb von Minuten wird die alte Steinzeittechnik beherrscht. Das Unternehmen läuft wie eine gut geölte Steinzeitmaschine. Das Resultat ist erstaunlich. Okay, let's have another measurement. So how far is that, Simon? 23 feet 7. Wow, 23 feet 7, guys! Berechnungen zufolge hätten 32 Personen mit dieser Methode mindestens 3 Monate benötigt, um einen Stein dieser Größe die 32 Kilometer nach Stonehenge zu transportieren. Damit mag eine Frage beantwortet sein. Gleichzeitig stellt sich aber eine neue. Wie waren die damaligen Baumeister in der Lage, die Steine aufzurichten und die gewaltigen Decksteine auf die vertikalen Steine zu heben? In der Werkstatthalle in Oxfordshire ist die Rekonstruktion von Stonehenge nach 3 Monaten intensiver Arbeit fast fertig. Da die Konstruktion der Anlage anscheinend bestimmte Menschen einbezog und andere ausschloss, liegt die Vermutung nahe, dass es sich nicht einfach nur um eine monumentale Skulptur handelt. Plötzlich erkenne ich, ja, das ist ein Gebäude. Und ich frage mich, womit hat die Anlage Ähnlichkeit? Ähnelt es einer Kirche? Ich denke, Stonehenge war eine Art Theater. Ein religiöses Theater mit religiösen Zeremonien. Und sein Zweck war, die Autorität der Mächtigen in der Gemeinschaft zu festigen. Nach Pryor besaß Stonehenge verschiedene klar voneinander abgetrennte Zonen. Einen äußeren Bereich hinter den Steinen, einen Zwischenbereich zwischen diesen Steinen und dem Kreis und schließlich das Innere des Steinkreises selbst. In dieser Aufteilung spiegelt sich meiner Meinung nach die gesellschaftliche Hierarchie, wobei sich die am höchsten Stehenden in der Mitte und die am niedrigsten Stehenden außen befanden. Das Faszinierende daran ist, dass die Menge außerhalb der Steine nicht wirklich sehen konnte, was im Inneren vor sich ging. Sie werden wahrscheinlich etwas gehört, Flammen gesehen haben und sich etwas sehr Mysteriöses und Magisches ausgemalt haben, das im Inneren ablief. Aber was fand tatsächlich statt? Aaron Watson ist Akustikarchäologe. Er untersucht die Bedeutung von Tönen in frühgeschichtlichen Bauwerken. Es war ein Steinkreis in Schottland, in dessen Innern ich zum Teil sehr eigentümliche Echos bemerkte. Die Töne wurden von einzelnen Steinen zurückgeworfen und es entstand ein bizarrer Raumklang.
surround sound effect. Ich dachte, wenn ich das schon merkwürdig und verblüffend finde, wie müssen dann erst die Menschen vor über 4000 Jahren diese Klänge empfunden haben? In umfangreichen Experimenten hat er auch Stonehenge untersucht. Das Auffälligste und für mich die größte Überraschung war, obwohl große Bereiche der Anlage nicht mehr vorhanden oder nur sehr fragmentarisch erhalten sind, die Intensität und Dramatik des Klanges. Das rekonstruierte Stonehenge bietet Watson die Möglichkeit, ein einmaliges Experiment durchzuführen, obwohl die Kopie aus Styropor. Auf ihnen sind die Vertiefungen und Narben zu erkennen, die den Steinen als Stützen gedient haben könnten. Aus der Luft lässt sich die Struktur von Stonehenge viel leichter erkennen. Der nordöstliche Bereich ist relativ gut erhalten, im westlichen und südlichen dagegen klaffen große Lücken und es ist kein einziger Deckstein mehr an seinem Platz. Nach und nach setzt er ein fast vollständiges Bild von Stonehenge zusammen. Der älteste Teil der Anlage entstand ca. 3000 vor Christus, 300 Jahre bevor die Ägypter die Pyramiden erbauten. Er bestand aus einem kreisförmigen Erdwall und einem Graben. Die frühen Baumeister gruben 56 Löcher, die vielleicht Holzpfeilern als Verankerung gedient haben könnten. Während der folgenden Jahrhunderte kamen weitere Pfeiler hinzu. 500 Jahre später wurden die Holzpfeiler durch Steine ersetzt. Etwa um 2400 vor Christus wurden sämtliche Steine entfernt und durch wesentlich größere Blöcke ersetzt, auf die flache Decksteine gesetzt wurden. Im Inneren der Kreisanlage wurden die originalen kleineren Steine wieder aufgerichtet. Drei große Steine markieren den Nordosteingang. Stonehenge ist ein Meisterwerk, was Architektur und Bautechnik betrifft. Die einzige Möglichkeit, sich dies noch einmal vor Augen zu führen, besteht in der Rekonstruktion der ursprünglichen Anlage. Das hat bisher noch niemand versucht. Ich denke, dass wir es mehr oder weniger korrekt hinbekommen haben. Ich sage bewusst mehr oder weniger, weil ich weiß, dass es ein, zwei Steine gibt, über die die Stonehenge-Experten bestimmt streiten werden. Stonehenge entstand in einem Zeitraum von über 1000 Jahren. Dem Team stehen nur 3 Monate zur Verfügung, soll der Bau bis zur Sommersonnenwende an Ort und Stelle stehen. Okay. 171 Steine müssen angefertigt werden. Dafür werden 8500 riesige Styroporplatten, 180 Kartonröhren, fast 1400 Liter Farbe und 60 Liter Leim benötigt. Die ersten fertiggestellten Bauteile sind die gewölbten Horizontal- oder Decksteine, die auf die riesigen aufrechten Steinblöcke gelegt werden. Sie müssen exakt ineinander passen, sollen sie einen Kreis von 30 Meter Durchmesser bilden. Präzisionsarbeit an den Styroporblöcken ist gefordert. Das Team Ollie Creatures, einer preisgekrönten Werkstatt für Spezialeffekte. Die Designer sind auf Absonderliche spezialisiert. Von Werwölfen bis hin zu riesigen Meeresmonstern. Doch mit einem Bauwerk dieser Größenordnung hatten auch sie noch nichts zu tun. Wir haben schon viele verrückte Dinge gemacht und jetzt sollen wir Stonehenge nachbauen. Und zwar 1:1, kein Modell, sondern eine Kopie in Originalgröße. Das wird riesig. Der Nachbau von Stonehenge ist nicht die einzige Herausforderung. Es muss auch ein Ort gefunden werden, der dafür als Werkstatt genutzt werden kann. Das gigantische Bauwerk hat einen Durchmesser von 30 Metern und ist mehr als 7 Meter hoch. Überall im Land wird nach einem überdachten Raum gesucht, der groß genug ist für dieses Megaprojekt. Fündig werden die Designer auf einer britischen Militärbasis in Bicester in der englischen Grafschaft Oxfordshire.
Dieses Lagerhaus der Armee ist eines der größten in Großbritannien und hat Platz für 40 Panzer. It's huge. Es ist jetzt Mitte März. Die Fertigstellung des Monuments ist für den 21. Juni geplant, den Tag der Sommersonnenwende, damit Archäologen wissenschaftliche Experimente durchführen können. Stein als Baumaterial kommt nicht in Frage. Es wird ein Material benötigt, das leicht zu bearbeiten ist, um in der kurzen Zeit von 3 Monaten eine exakte Kopie anzufertigen. Die langjährige Erfahrung im Filmgeschäft liefert die Lösung. Styropor. Es ist leicht und sehr gut zu handhaben. Wenn erst einmal eine Basis herausgearbeitet ist, kann es geschnitten und in kurzer Zeit eine Menge Detailarbeit geleistet werden. Sogar eine Oberflächenstruktur lässt sich herstellen. Aber selbst mit Styropor ist es ein immenses Unterfangen. I think it's these ones. Bevor mit dem eigentlichen Bau begonnen werden kann, muss Mike Pitts eine genaue Vorlage erstellen, nach der sich die Arbeiten richten. Leichter gesagt als getan. Mehr als die Hälfte der ursprünglichen Steine fehlt heute in Stonehenge. Andere liegen zertrümmert am Boden. Auf der Suche nach Hinweisen begibt sich Pitts Hackeln, um wilde Tiere abzuwehren und sich in der dunkelsten Nacht des Jahres den Weg zu leuchten. Sie tragen braune Wollgewänder, die natürliche Farbe der Wolle ihrer Schafe. Musik erklingt aus Knochenflöten, Kuhhörnern und Trommeln. Ich stelle mir vor, dass sie zum Abschluss hierher kamen, um in einer endgültigen Offenbarung den Sinn des Lebens zu erfahren. Und um zu sehen, dass wir alle einmal zu unseren eigenen Ahnen werden. Ein Leichnam, vielleicht eine wichtige Persönlichkeit, die durch die Steine gesegnet werden soll, wird getragen. Nach der Ankunft am Kreis werden nur die Leichenträger und die Führer in den inneren zentralen Bereich gelassen. Die anderen wagen es nicht, ihn zu betreten und stellen sich in einem Kreis um die Blausteine auf. Sie bewachen die Lücken in den riesigen Sarsensteinen. Jetzt, da die Sonne am kürzesten Tag untergeht, kann der Hohepriester ein rituelles Feuer entzünden, bevor er die Geister anruft. Der Leichnam wird den Steinen überantwortet. Dies ist der Moment, in dem der Tote von der Welt der Lebenden in die Schattenwelt der Vorfahren übertritt und die Sonne gütlich gestimmt wird, damit sie mit ihrem lebensspendenden Licht ein weiteres Jahr wiederkehrt. Die Archäologen, die an diesem Experiment teilgenommen und Stonehenge erlebt haben, wie es einmal war, haben über die Dimension und die Idee hinter diesem grandiosen architektonischen Plan gestaunt. Dank der sorgfältigen und mühsamen Arbeit von Mike Pitts konnte dieses Projekt realisiert werden. Für ihn hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Diese Kopie von Stonehenge wird nur ein kurzes Dasein fristen. Die Wirkung wird jedoch nachhaltig sein. Davon bin ich überzeugt. Mein Blick auf Stonehenge hat sich in vielerlei Hinsicht geändert. Und ich habe erkannt, wie wenig wir die echten Megalithe untersucht haben. Dieses Modell und der Eindruck, den es hinterlässt, werden mit Sicherheit langfristig unser Verständnis von Stonehenge beeinflussen. Die Rekonstruktion von Stonehenge hat gezeigt, dass die prähistorischen Menschen. 1, 2, 3, hopp!
Die Arbeiten nahmen ein Jahr in Anspruch und belegten, dass die ursprünglichen Bootsbauer keineswegs primitiv, sondern versierte und geschickte Techniker waren. Der Fund eines vielleicht prähistorischen Ruderblatts legt die Vermutung nahe, dass das Boot gerudert wurde und bei einer Länge von rund 15 Metern 18 Ruderern Platz bot. Auf dem halb so großen Nachbau können zwei Ruderer mit jeweils zwei Riemen die beachtliche Geschwindigkeit von 4,5 Knoten erreichen, etwa so schnell wie ein kleines Motorboot. Während der Rekonstruktion stieß das Team bei einem der ausgegrabenen Boote auf Halteklammern im Schiffsboden. Ein Hinweis darauf, dass Rudern nicht die einzige Art der Fortbewegung war. Es gibt zwei eindeutige Stellen in dem Boot, an denen ein Mast angebracht werden konnte, was darauf schließen lässt, dass es sich um ein Segelboot handelte. Segel machen das Boot erheblich schneller und lassen die Besatzung nicht ermüden, was die Reichweite erheblich vergrößert. Ohne Ruderer wäre mehr Platz für Ladung. Aber konnte das Boot tatsächlich schweres Gestein transportieren? Die Belastbarkeit für die Blausteine hätten sie gehabt. Ein Blaustein wiegt maximal 4 Tonnen und unser Boot hier besitzt eine Ladekapazität von mehr als 4 Tonnen. Mit Booten wie diesen könnten die Stonehenge-Erbauer die Blausteine auf dem Wasser von den Preseli Mountains zur Salisbury-Ebene transportiert haben. Eine mögliche Route könnte sie entlang der walisischen Küste und über den Bristol-Kanal geführt haben, dann den Fluss Avon hinauf bis 3 Kilometer vor Stonehenge. In der Werkstatt in Oxfordshire sind inzwischen die meisten der Styroporsteine vorbereitet. Das Team steht nun vor der neuen Herausforderung, die rohen weißen Blöcke in etwas zu verwandeln, das wie Stein aussieht und sich auch so anfühlt. Die echten Steine besitzen eine charakteristische Form, Oberflächenbeschaffenheit und Farbe, die Claire Kinross, die künstlerische Leiterin des Projekts, detailgetreu nachbilden muss. Sie fährt nach Stonehenge, um einen genaueren Blick auf die Megalithe zu werfen. Einige wirken unbehauen und so wie Aufstellungsort die Decksteine gesetzt, die horizontalen Steine, die oben aufliegen. Auch diese haben in jeder Ecke ein Loch für entsprechende Stifte, die oben aus den Sarsensteinen ragen. An ihren Enden greifen sie durch Verzapfungen ineinander, eine Idee, die von den steinzeitlichen Baumeistern kopiert wurde. Das Ganze ist eine unglaublich stabile Konstruktion und wir versuchen, dies nachzuahmen. Selbst mit Hilfe modernster Technik ist es schwierig, die nachgebauten Steine in ihre Position zu hieven. Aber wie bekamen die Erbauer von Stonehenge ihre 12 Tonnen schweren Decksteine auf die 4 Meter hohen Tragsteine? Die Antwort könnte wiederum bei Gordon Pipes und seiner Hebeltheorie liegen. Wir sind fast in der Waagrechten. Das reicht, um sicher zu sein. Wenn wir es hier und da hinten eben kriegen, steht das Ganze sicher wie ein Haus. Pipes demonstriert, dass die Technik nicht nur für den Transport der Steine verwendet worden sein könnte, sondern auch, um sie hochzuhieven. Der Plan sieht vor, den Betonblock mit Hilfe der Hebel ein Stück anzuheben und Baumstämme darunter zu schieben. Dann wird erneut angehoben und weitere Baumstämme im rechten Winkel dazu geschoben, um eine Plattform zu bilden. Dieser Vorgang wird anschließend wiederholt. Das Freiwilligenteam befördert den Block auf einen halben Meter Höhe. Doch dann gibt es ein Problem. Die Hebelenden ragen jetzt zu hoch in die Luft. Baugerüste werden herbeigeschafft. In der Steinzeit verwendeten die Erbauer wahrscheinlich hölzerne Plattformen auf jeder Seite.
Nach nur einer Stunde liegt der Block fast einen Meter höher. Aber ohne Trägerstein, auf den der Block gesetzt werden müsste, ist die Sache für die Männer um Gordon Pipes damit erledigt und sie machen Feierabend. Für die Baumeister der Steinzeit ging die Arbeit jedoch weiter. War der Deckstein erst einmal auf Höhe der Sarsensteine, stemmten sie ihn hinüber und arretierten ihn in seiner Position. Das gigantische Puzzle, aus dem das neue Stonehenge entstehen soll, nimmt allmählich Gestalt an. 2 Tage vor der Sommersonnenwende ist der Kreis aus Sarsensteinen fast fertiggestellt. Jetzt werden die 89 Blausteine in einem Kreis und in Hufeisenform aufgestammt. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir auf einer prähistorischen Umfriedung arbeiten und der Beweis hierfür bald erbracht werden kann. Die endgültige Bestätigung wird von der Radiokarbonmessung zur Altersbestimmung der gesammelten Bodenproben abhängen. Für die Archäologen bestehen jedoch kaum Zweifel. Unweit des Steinbruchs entdeckt Mike Pitts eine kleine Anordnung aus Blausteinbrocken. Handelt es sich hierbei vielleicht um einen frühen Prototyp für Stonehenge? Es ist verblüffend. Das ähnelt so sehr der runden Form von Stonehenge. Worin besteht die Verbindung zwischen Wales und der Salisbury-Ebene? Wer in Stonehenge ungefähr in die Richtung blickt, aus der diese Steine gekommen sind, sieht in die Richtung, in der die Sonne untergeht. In vielen Kulturen herrschte die Ansicht, dass die Sonne, die am Horizont verschwindet, in die Unterwelt abtaucht, in die Welt der Vorfahren und des Todes, indem Steine verwendet wurden, die fast menschliche Gestalt und Größe hatten. Wurden gewissermaßen die Ahnengestalten von diesem magischen Ort geholt. Die Blausteine waren demnach mehr als nur bloße Felsbrocken. Für die Menschen von Stonehenge könnten sie die Seelen ihrer Ahnen verkörpert haben. Sie wurden über die riesige Entfernung von Wales in die Salisbury-Ebene transportiert und im inneren Kreis von Stonehenge platziert. Ein weiterer Beweis dafür, dass Stonehenge ein durchdachtes architektonisches Gebilde war, das einem erhabenen und komplexen Zweck diente. Die Steinzeitmenschen bewegten 89 dieser bis zu 4 Tonnen schweren Steine von den Pluseli Mountains in die 385 Kilometer weit entfernte Salisbury-Ebene. Nur, wie haben sie das bewerkstelligt? Selbst wenn es ihnen gelungen sein sollte, die Brocken durch die walisischen Wälder zu transportieren, hätten sie immer noch den Bristol-Kanal, Großbritanniens größte Gezeitenmündung, überwinden müssen. 1937 wurden in North Ferriby im englischen Yorkshire im Schlamm des Flusses Humber die Reste eines 15 Meter langen Boots entdeckt, hergestellt aus Eichenstämmen, Eibenholz und Moos. Während der folgenden 30 Jahre wurden 2 weitere geborgen. Ihr Alter wurde mit Radiokarbonmessungen auf ca. 1300 vor Christus bestimmt, lange nach Stonehenge also. Fortschritte in der Datierungstechnik bewiesen jedoch 2001, dass das älteste Boot 700 Jahre älter war. Das heißt, aus einer Zeit stammt, die nahe an der Errichtung war. Magisches. Mike Parker Pearson ist Experte für Rituale und Zeremonien der Steinzeit. Er glaubt, in anderen Kulturen den Beweis gefunden zu haben, der Stonehenge mit den Toten verbindet. Auf der afrikanischen Insel Madagaskar verehren die Menschen ihre Ahnen und praktizieren Umbettungszeremonien. Stein ist hier ausschließlich den Toten vorbehalten. Er symbolisiert die Transformation eines lebendigen Wesens in einen dauerhafteren Zustand in der nächsten Welt. Ist dies eine Erklärung dafür, warum die Blausteine des inneren Kreises in Stonehenge aus den 385 Kilometer entfernten walisischen Bergen herangeschafft wurden? Wenn ich die hier betrachte, frage ich mich, ob sie nicht vielleicht Individuen darstellen und ob wir hier nicht Verkörperungen von Vorfahren aus der Steinzeit vor 4.500 Jahren sehen.
Dasselbe Konzept, so glaubt Pearson, existiert bis heute in Madagaskar. Stein wird für die toten Ahnen aufgestellt. Holz dagegen wird den Lebenden und kürzlich Verstorbenen zugeordnet. Eine Analogie, die uns allen vertraut ist. Bei einer Beerdigung legen wir Blumen auf das Grab. Manchmal stellen wir auch ein Holzkreuz auf, bevor wir ein dauerhaftes Zeichen zum Gedenken, den Grabstein, setzen. Ich glaube, dass wir hier vor etwas stehen, das durch viele verschiedene Kulturen zu verschiedenen Zeiten gestützt wird. Für die prähistorischen Menschen scheint auch die Wahl des Baumaterials wichtig gewesen zu sein. Die Verwendung von Holz und die von Stein besaß unterschiedliche Bedeutungen zu jener Zeit. Holzkreise in der Form von Stonehenge wurden auch etwas weiter flussaufwärts, genau zur selben Zeit errichtet, in der Stonehenge aus Stein gebaut wurde. Stonehenge ist durch den Fluss Avon mit den Resten eines Holzkreises verbunden, der weniger als 3 Kilometer entfernt liegt und als Woodhenge bekannt ist. Pearson glaubt, das Holz symbolisiere die Lebenden. Stonehenge hingegen mit seinen Steinen sei für die Toten gewesen und die Umgebung birgt noch weitere Hinweise. Dieser Flussabschnitt verläuft mitten durch das größte, dichteste Gräberfeld aus dieser Zeit vor 4000 Jahren. In dem nur 30 Quadratkilometer großen Gebiet ist fast jede Art von Grabhügel vertreten, was es zu einem der Goden. Auch diese sind am Originalstandort so nicht zu sehen. Der einzige, der übrig geblieben ist, liegt umgestürzt auf der Erde. Die beiden anderen sind verschwunden. Es folgt der äußere Kreis aus Sarsensteinen. 30 Trägersteine, auf denen 30 Decksteine ruhen. Nur 17 von den tragenden und 6 von den Decksteinen existieren heute noch. Innerhalb des Kreises befinden sich 5 große Steinpaare, die jeweils einen Deckstein tragen und in Hufeisenform aufgestellt sind. Sie werden als Trilite bezeichnet. Der größte ist über 7 Meter hoch. Zum ersten Mal wird deutlich, welch herausragende Position sie im inneren Kreis einnehmen. In Stonehenge selbst steht nur noch ein Stein des größten Paares. Im Innern des Sarsensteinkreises befinden sich außerdem ein weiterer Kreis aus Blausteinen und eine hufeisenförmige Blausteingruppe, insgesamt 89 Steine. In Stonehenge gibt es nur noch 34 davon. Der größte der Blausteine, der Altarstein, ragt stolze 4,30 Meter auf. In Stonehenge liegt er in 2 Teile geborsten auf der Erde. Mike Pitts ist der Erste, der das erhabene Innere des rekonstruierten, von den kolossalen Steinen umschlossenen Bauwerks auf sich wirken lässt. Was mich wirklich überrascht ist, wie viel Platz hier ist. Wenn ich heute an dieser Stelle im echten Stonehenge stehe, bin ich von großen Steinblöcken umgeben. Dort sind einige der größten Megalithe, wie dieser hier. Oder der da drüben, der wirklich große. Die Decksteine und einige der Blausteine in die Mitte gestürzt und zerbrochen oder liegen in einem Haufen aufeinander und füllen diesen Raum aus. Dies in unversehrtem Zustand zu sehen, ist fantastisch. Obwohl die Kopie exakt dem Original entspricht, gibt es ein Detail, das selbst Pitts eingehende Recherche nicht klären konnte. Es handelt sich um einen der aufrechten Steine im Sarsensteinkreis. Die Erbauer der Originalanlage machten ihn nur halb so groß wie die anderen. Bleibt die Frage, warum er so klein war. Besaß er eine Funktion im Kreis? Denn er konnte mit Sicherheit keine Decksteine tragen. Hinweise darauf, dass der Stein zerbrochen oder beschädigt worden ist, gibt es nicht. Seine Größe muss daher Teil des ursprünglichen Bauwerks zu planen und zu erschaffen, das uns noch heute in Staunen versetzt.
Morgendämmerung in Stonehenge, dem geheimnisvollen riesigen Steinkreis aus prähistorischer Zeit auf der Salisbury-Ebene in England. Es ist der längste Tag des Jahres, die Sommersonnenwende. Und Tausende haben sich versammelt, wie schon seit mehr als 4000 Jahren, um hier den Sonnenaufgang zu erleben. Aber Stonehenge ist nicht viel mehr als eine Ruine. Weniger als die Hälfte des einzigartigen Bauwerks steht heute noch. Wie sah es aus, als es neu war? Und wenn wir es noch einmal als Ganzes sehen könnten, würden wir dann seine ursprüngliche Funktion besser verstehen? In der Hoffnung, dieses uralte Rätsel lösen zu können, hat sich ein Expertenteam die gewaltige Aufgabe vorgenommen, Stonehenge so nachzubauen, wie es vor 4000 Jahren ausgesehen haben muss. Ein aufwendiges Projekt, angefangen von der Arbeit am Zeichenbrett bis zur Aufstellung der Megalithe. Es wird untersucht werden, ob die Steine am Lauf der Sonne und des Mondes ausgerichtet waren und ob es gelingt, die vielleicht wichtigste rituelle Zeremonie der Steinzeitmenschen noch einmal aufleben zu lassen. Das Ziel, herauszufinden, welchem Zweck die Anlage von Stonehenge ursprünglich diente. Stonehenge ist eine spektakuläre, aber merkwürdige architektonische Anlage, eines der Wunder der prähistorischen Welt. Die größten Steine wiegen über 40 Tonnen, was dem Gewicht eines großen, vollbeladenen Sattelzugs entspricht, und sie ragen 7 Meter in die Höhe. War dies ein Ort kultischer Verehrung? Wurden hier Menschen geopfert? Oder war es ein gigantischer astronomischer Kalender? Die Ruine, die wir heute sehen, kann diese Rätsel nicht lösen. Angesichts des verfallenen Zustands der Anlage ist es unmöglich, ihren ursprünglichen Zweck zu ergründen. Das Experiment jedoch könnte den Schlüssel zu all den Geheimnissen liefern. Vor Christus wurden sämtliche Steine entfernt und durch wesentlich größere Blöcke ersetzt, auf die flache Decksteine gesetzt wurden. Im Inneren der Kreisanlage wurden die originalen kleineren Steine wieder aufgerichtet. 3 große Steine markieren den Nordosteingang. Stonehenge ist ein Meisterwerk, was Architektur und Bautechnik betrifft. Die einzige Möglichkeit, sich dies noch einmal vor Augen zu führen, besteht in der Rekonstruktion der ursprünglichen Anlage. Das hat bisher noch niemand versucht. Ich denke, dass wir es mehr oder weniger korrekt hinbekommen haben. Ich sage bewusst mehr oder weniger, weil ich weiß, dass es 1-2 Steine gibt, über die die Stonehenge-Experten bestimmt streiten werden. Stonehenge entstand in einem Zeitraum von über 1000 Jahren. Dem Team stehen nur 3 Monate zur Verfügung, soll der Bau bis zur Sommersonnenwende an Ort und Stelle stehen. Okay. 171 Steine müssen angefertigt werden. Dafür werden 8500 riesige Styroporplatten, 180 Kartonröhren, fast 1400 Liter Farbe und 60 Liter Leim benötigt. Die ersten fertiggestellten Bauteile sind die gewölbten Horizontal- oder Decksteine, die auf die riesigen aufrechten Steinblöcke gelegt werden. Sie müssen exakt ineinander passen, sollen sie einen Kreis von 30 Meter Durchmesser bilden. Präzisionsarbeit an den Styroporblöcken ist gefordert. Das Team verwendet erhitzten Draht, um jeden Deckstein zu formen. Vor über 4000 Jahren hatten es die Baumeister von Stonehenge nicht so leicht. Bei der Bearbeitung der Steine mussten sie dieselbe Maßarbeit leisten.
Dazu meißelten sie ineinander greifende Halterungen in die senkrecht stehenden Steine und auch in die Decksteine, um den Kreis zusammenzuhalten. Jeder Stein wurde individuell bearbeitet. Die modernen Baumeister benutzen dieselbe Methode und formen Verzahnungen in den Decksteinen aus. Es ist eine Technik, die das große Können der frühen Konstrukteure ein weiteres Mal unter Beweis stellt. Dies ist nur der erste von 30 aufrechten Steinen, die die Decke. Und um zu sehen, dass wir alle einmal zu unseren eigenen Ahnen werden. Ein Leichnam, vielleicht eine wichtige Persönlichkeit, die durch die Steine gesegnet werden soll, wird getragen. Nach der Ankunft am Kreis werden nur die Leichenträger und die Führer in den inneren zentralen Bereich gelassen. Die anderen wagen es nicht, ihn zu betreten und stellen sich in einem Kreis um die Blausteine auf. Sie bewachen die Lücken in den riesigen Sarsensteinen. Jetzt, da die Sonne am kürzesten Tag untergeht, kann der Hohepriester ein rituelles Feuer entzünden, bevor er die Geister anruft. Der Leichnam wird den Steinen überantwortet. Dies ist der Moment, in dem der Tote von der Welt der Lebenden in die Schattenwelt der Vorfahren übertritt und die Sonne gütlich gestimmt wird, damit sie mit ihrem lebensspendenden Licht ein weiteres Jahr wiederkehrt. Die Archäologen, die an diesem Experiment teilgenommen und Stonehenge erlebt haben, wie es einmal war, haben über die Dimension und die Idee hinter diesem grandiosen architektonischen Plan gestaunt. Dank der sorgfältigen und mühsamen Arbeit von Mike Pitts konnte dieses Projekt realisiert werden. Für ihn hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Diese Kopie von Stonehenge wird nur ein kurzes Dasein fristen. Die Wirkung wird jedoch nachhaltig sein. Davon bin ich überzeugt. Mein Blick auf Stonehenge hat sich in vielerlei Hinsicht geändert. Und ich habe erkannt, wie wenig wir die echten Megalithe untersucht haben. Dieses Modell und der Eindruck, den es hinterlässt, werden mit Sicherheit langfristig unser Verständnis von Stonehenge beeinflussen. Die Rekonstruktion von Stonehenge hat gezeigt, dass die prähistorischen Menschen alles andere als primitiv waren. Sie waren technisch versierte Baumeister, die viele wissenschaftliche Grundprinzipien beherrschten, darunter Astronomie und Akustik. Dieses Wissen erlaubte es ihnen, jenes großartige Bauwerk zu planen und zu erschaffen, das uns noch heute in Staunen versetzt. Leichnam, vielleicht eine wichtige Persönlichkeit, die durch die Steine gesegnet werden soll, wird getragen. Nach der Ankunft am Kreis werden nur die Leichenträger und die Führer in den inneren zentralen Bereich gelassen. Die anderen wagen es nicht, ihn zu betreten und stellen sich in einem Kreis um die Blausteine auf. Sie bewachen die Lücken in den riesigen Sarsensteinen. Jetzt, da die Sonne am kürzesten Tag untergeht, kann der Hohepriester ein rituelles Feuer entzünden, bevor er die Geister anruft. Der Leichnam wird den Steinen überantwortet. Dies ist der Moment, in dem der Tote von der Welt der Lebenden in die Schattenwelt der Vorfahren übertritt und die Sonne gütlich gestimmt wird, damit sie mit ihrem lebensspendenden Licht ein weiteres Jahr wiederkehrt. Die
Die Archäologen, die an diesem Experiment teilgenommen und Stonehenge erlebt haben, wie es einmal war, haben über die Dimension und die Idee hinter diesem grandiosen architektonischen Plan gestaunt. Dank der sorgfältigen und mühsamen Arbeit von Mike Pitts konnte dieses Projekt realisiert werden. Für ihn hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Diese Kopie von Stonehenge wird nur ein kurzes Dasein fristen. Die Wirkung wird jedoch nachhaltig sein. Davon bin ich überzeugt. Mein Blick auf Stonehenge hat sich in vielerlei Hinsicht geändert. Und ich habe erkannt, wie wenig wir die echten Megalithe untersucht haben. Dieses Modell und der Eindruck, den es hinterlässt, werden mit Sicherheit langfristig unser Verständnis von Stonehenge beeinflussen. Die Rekonstruktion von Stonehenge hat gezeigt, dass die prähistorischen Menschen alles andere als primitiv waren. Sie waren technisch versierte Baumeister, die viele wissenschaftliche Grundprinzipien beherrschten, darunter Astronomie und Akustik. Dieses Wissen erlaubte es ihnen, jenes großartige Bauwerk zu planen und zu erschaffen, das uns noch heute in Staunen versetzt. An diesem Ort, die im Lauf von 1500 Jahren gebaut worden waren. Aus dem Wissen der archäologischen Studien mehrerer hundert Jahre versucht Pitts, alle verfügbaren Daten zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Er muss herausfinden, wo die Steine vor 4000 Jahren tatsächlich standen. Viele sind nicht mehr da. Wir wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Er will versuchen, die genaue Position der fehlenden Steine mit Hilfe von Luftaufnahmen zu bestimmen. Auf ihnen sind die Vertiefungen und Narben zu erkennen, die den Steinen als Stützen gedient haben könnten. Aus der Luft lässt sich die Struktur von Stonehenge viel leichter erkennen. Der nordöstliche Bereich ist relativ gut erhalten, im westlichen und südlichen dagegen klaffen große Lücken und es ist kein einziger Deckstein mehr an seinem Platz. Nach und nach setzt er ein fast vollständiges Bild von Stonehenge zusammen. Der älteste Teil der Anlage entstand ca. 3000 vor Christus, 300 Jahre bevor die Ägypter die Pyramiden erbauten. Er bestand aus einem kreisförmigen Erdwall und einem Graben. Die frühen Baumeister gruben 56 Löcher, die vielleicht Holzpfeilern als Verankerung gedient haben könnten. Während der folgenden Jahrhunderte kamen weitere Pfeiler hinzu. 500 Jahre später wurden die Holzpfeiler durch Steine ersetzt. Etwa um 2400 vor Christus wurden sämtliche Steine entfernt und durch wesentlich größere Blöcke ersetzt, auf die flache Decksteine gesetzt wurden. Im Inneren der Kreisanlage wurden die originalen kleineren Steine wieder aufgerichtet. Drei große Steine markieren den Nordosteingang. Stonehenge ist ein Meisterwerk, was Architektur und Bautechnik betrifft. Die einzige Möglichkeit, sich dies noch einmal vor Augen zu führen, besteht in der Rekonstruktion der ursprünglichen Anlage. Das hat bisher noch niemand versucht. Ich denke, dass wir es mehr oder weniger korrekt hinbekommen haben. Ich sage bewusst mehr oder weniger, weil ich weiß, dass es ein, zwei Steine gibt, über die Stonehenge-Experten bestimmt streiten werden. Stonehenge entstand in einem Zeitraum von über 1000 Jahren. Dem Team stehen nur 3 Monate zur Verfügung, soll der Bau bis zur Sommersonnenwende an Ort und Stelle stehen. Okay. 171 Steine müssen angefertigt werden. Dafür werden 8500 riesige Styroporplatten, 180 Kartonröhren, fast